Einen habe ich schon mal aufgenommen. Okay. Meine Herren, zum Wohle. Ah. Und der komplett antialkoholische Biertaucher-Podcast begrüßt Sie bei der 286. Folge. Jupp. Am 2. Jänner 2016? Nein. Dritter Jänner. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Es ist Dienstag 19.30 Uhr und mit uns sind heute der Dennis, Stefan, Speziell Gregor und der Horst. Es ist aber ein anderer Gregor als sonst. Genau, soll man dich nachnamentlich erwähnen oder bist du einfach nur der andere Gregor? Ich glaube, das hat sich etabliert, der andere Gregor, der einmal im Jahr vorbeischaut. Passt, der. Das Ganze wird präsentiert von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Deutschland? Nein, Österreich. Vom Jörg. Aus Graz, ja, stimmt. Das liegt in Österreich. Dann unseren lieben Flatterern, den lieben Patrionen und dem heiligen Klebemonster. Aus Wien, Österreich. Ja, dankeschön. Gut, damit kommen wir zur Themenverlesung. Hat jemand Themen mitgebracht, die er selber erlebt hat? Okay, und das kann sagen, worüber er reden will. Ja, also wenn ich schon da bin, will ich natürlich einen shameless Self-Plug einbringen. Das bitte ist schön. Sowieso klar. Dann, wenn ich auch da bin, muss eigentlich Star Wars ein Thema sein. Rogue One habe ich mir angeschaut. Und dann, wenn noch Zeit ist, habe ich eine großartige Fernsehserie gesehen, The Young Pope. Okay, cool. Ja. Kongress? Kongress, genau. Und diverse Kinofilme. Bauer Unser. Und diesen Zombie-Film, Alpenzombies oder Lederhosen-Zombies. Oh. Und am Kongress Tracer Root. Ja. Ja, ich kann mich mal wieder an nichts erinnern. Ich habe mal neue Kopfhörer besorgt von Bose und schamlos Werbung jetzt machen. Nein, praktische Gründe, deswegen, sonst wäre es völlig uninteressant. Und Golem hat einen schönen Artikel über Antivirus. Da habe ich auch was zu erzählen. Sehr gut, dann würde ich sagen, das zuerst. Termine, haben wir Termine? Wir haben Termine. Oh. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass ein gewisser Herr Daniel Messner einen Podcast-Workshop hält, der in Wien stattfindet am 12. Jänner und sogar kostenlos ist, allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl, nur Nahbein-Workshop. Und wir werden in die Shownotes zwei Adressen geben, wo man sich anmelden kann. Und der ist speziell gedacht für Leute, die noch nicht Podcast gemacht haben? Oder? Davon würde ich ausgehen. Okay, ja. Das ist nicht so ganz explizit gestanden. Okay, sonst haben wir Termine? Sonst haben wir, glaube ich, keine Termine. Nein? Gut. Haben wir Feedback zum Verlesen? Nee. Außer wir entschuldigen uns, dass wir das Klebemonster am Kongress nicht erkannt haben. Das schiebe es auf die blinkenden Lichter, die mich abgelenkt haben. Er hat dann gemeint, ja, diese blinkenden Lichter. Okay, dann haben wir jetzt unseren Gast an Bord. Ja, der andere Gregor. Kann ich dich super anschließen bei Daniel Messner und so und Podcast-Workshop. Also ich war bei diesem ominösen Podcast-Meetup Österreich. Heißt doch Österreich, oder? Nicht Wien. Ah, du kennst dich da aus, du organisierst das. Genau. Und da war ich vor 11 Monaten oder so und wurde auch eingeladen von Daniel höchstpersönlich. Er hat gemeint, ich soll doch irgendwas erzählen. Habe ich gesagt, ich podcaste ja gar nicht, was soll ich erzählen? Sagt er, ja, genau das sollst du erzählen. Sag ich, ah. Gut. Habe ich also Ideen für Umsetzungen von Podcasts erzählt und da schiebe ich jetzt ein, dass ich die Biondic-Bühne Baden leite. Das ist ein Theater, wo Kinder und Jugendliche mitspielen. Und da habe ich einfach so erzählt, wie man nicht Theater und Podcast verbinden könnte. Und ganz blauäugig habe ich gesagt, so, das sind jetzt Ideen, aber umsetzen soll es einer von euch. Entschuldigung, hast du nicht auch einen super Talk am letzten Kongress? Ja, gehalten? Ja, das war auch ich. Genau, ja. Genau, danke. Also am vorletzten eigentlich schon. Am vorletzten. Ja, genau. Und da war dann wirklich jemand im Publikum bei diesem Podcasting-Meetup, und zwar der Hans, und der ist dann gleich in der Pause zu mir hergekommen und hat gesagt, ja, er hat urviel Equipment sich angeschafft, weil er podcasten möchte, aber keine Idee für einen Podcast, und er hat auf genau sowas gewartet, und dann sagt, das ist ja ideal,
weil ich habe genau auf jemanden gewartet, der viel zu viel Equipment hat. Und seitdem kommt er einmal im Monat zu uns und produziert großartigen Podcast namens Neugierig. Den findet man unter neugierig.beyondicbühne.at, Bühne mit UE. Wir haben das dann geschaut. Das ist der offizielle Bühnenpodcast jetzt von euch. Richtig, genau. Ja. Also er wurde gleich zum offiziellen Podcast ernannt. Ich glaube, da sind wir auch eine von wenigen von so kleinen Non-Profits, die so wirklich Podcasts machen. Ich glaube, man ist jetzt eine der ganz wenigen Theater, die einen eigenen Podcast haben. Oder gibt es da schon mehr? Ja, das stimmt auch. Da gab es tatsächlich, gibt es in Berlin immer diese Konferenz Theater und Netz. Da war dann letztes Jahr, weil das zufällig ein paar Tage vor der Subscribe war, war das ein Thema. Und dann sind sie auch drauf gekommen, es gibt nicht wirklich explizite Theaterpodcasts. Also möglicherweise einer der ersten und einzigen Theaterpodcasts im Deutschsprachigen. Ja, genau, das war ganz lustig, weil ich wurde dann quasi erwähnt in einer Twitter-Diskussion, da die während dieser, also quasi die Mitschrift von diesem Workshop dort war, bei dieser Theaternetz, und da wurde ich halt erwähnt und gesagt, es gibt doch diesen Gregor-R in Österreich, der da diesen Theaterpodcast macht. Und da bin ich auf irgendeiner Liste auch gelandet. Dankeschön. Genau, und das Interessante ist, wahrscheinlich, weil bei Kindern und Jugendlichen die Aufmerksamkeitsspanne auch sehr gering ist, dass das jetzt kein mehrstündiger Laber-Podcast wird, sondern der Hans, der jedes Monat so featureartig ein Thema bespricht, das eine unserer Gruppen bearbeitet. Und das sind dann immer so zwischen 15 und 25 Minuten, wo sowohl die Probensituation auf Band aufgenommen wird, also auf Speicherkarte, wo dann die Teilnehmenden selbst zu Wort kommen, wo dann immer der Gruppenleiter, die Gruppenleiterin zu Wort kommt und so die Hintergründe berichtet. Und ich glaube, es ist schon eine relativ andere Art von Podcast, und da kann man auch die österreichische Podcast-Fahne ein bisschen hochhalten. Genau, also ich würde mich über viele neue Leute freuen, die da jetzt zuhören und auf Abonnieren klicken, natürlich alles schön brav mit Podlove-Subscribe-Button und so weiter. Und ich denke, man kann auch sagen, das zeigt, wie wichtig das ist, auf Podcast-Meetups zu gehen. Ja, genau. Also das fand ich eigentlich das Interessanteste auch an dieser Entstehungsgeschichte. Weil ich hätte mir nicht erwartet, dass ich da die Idee erzähle und dann wirklich jemand auf mich zukommt und sagt, ich bin hierher gekommen, um eine Idee zu bekommen. Und er schleppt da jede Woche, jedes Monat ein neues Teil an, dass er sich dazugelegt hat, und da wird schon auf höchst professionellem Niveau, und die 13-Jährigen sind immer ganz, ganz freudestrahlend, wenn sie dann ins improvisierte Tonstudio dürfen. Also wir haben da einen kleinen Raum, wo wir dann immer das Mikrofon aufbauen, also die Mikrofone, Headsets, dann das Aufnahmegerät, und dann stellen sie sich wirklich den Fragen. Das ist für sie auch was sehr Interessantes, sich mal so anders zu publizieren. Und eben, es hilft den Jugendlichen dann beim Selbstreflexionsprozess auch zu dem, was mache ich da eigentlich das ganze Jahr? Weil dann müssen sie drüber reden. Und Hans ist selbst Pädagoge, er macht unglaublich gute Fragen. Das heißt, er hat nicht nur dieses Talent, das wirklich tolle Hörbeiträge da zusammenzustellen, sondern er hat als Pädagoge auch diesen Draht zu den Menschen, da gute Fragen zu stellen. Er hat selbst auch einen Theaterhintergrund. Das hört man dann auch raus. Also, wenn irgendwer vom Hörfunk zuhört, das ist ein toller Mann. Werbt ihn ab. Ja, ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnern kannst. Er war da beim Meetup. Nein. Es ist immer, ich schaue deswegen mal zum zweiten Mal zu einem kommen. Wir haben es bisher jetzt weder noch geschafft, dass irgendwer von uns alleine zum Meetup kommt. Aber genau, also, das ist der Podcast. Ich freue mich sehr über Leute, die mal reinhören, zuhören, und die neue Folge sollte auch in den nächsten Stunden aufschlagen. Also alles perfekt getimt natürlich. Wie viele Folgen habt ihr jetzt schon? Also wir haben in der ersten Staffel, die war in unserer letzten Saison, ein Theaterstück begleitet. Da waren es 8 Folgen, wo auch so ein bisschen allgemein über unsere Arbeit erzählt wird und die Situation der Theaterpädagogik generell im deutschsprachigen Raum. Und jetzt die zweite Staffel, die hat mit unserer neuen Saison im September begonnen. Da kam jetzt jedes Monat eben eine Folge raus. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 12, wenn ich mich nicht täusche. Und jede Folge widmet sich einem anderen Theaterprojekt. Und der Link wird dann in den Shownotes sein. Cool. Das mal mein shameless Self-Plug. Perfekt. Wie geht's der Bühne? Ja, der Beyondic-Bühne geht sehr gut. Wir sind weiterhin das größte Kinder- und Jugendtheater zum Mitmachen in Österreich. Wir haben viel vor für die Saison, viel darf ich gar nicht öffentlich verraten. Da hoffe ich, dass ich im Frühjahr nochmal herkomme und dann freudestrahlend großartige Neuerungen berichte.
Ansonsten, wie letztes Jahr auch, ich kann jetzt nur herkommen im Jänner und sagen, 1. bis 11. Juni sind unsere Aufführungen in Baden bei Wien. Da gibt es eine Station von der Wiener Lokalbahn, wo man direkt vor unserem Haus ausstehen kann. Die heißt Baden Landesklinikum, weil gegenüber von uns das Krankenhaus ist. Also da freuen wir uns auch über viel Publikum. Und wir haben dieses Jahr wieder 30 Projekte, die unsere 500 Kinder und Jugendlichen Mitglieder auf die Beine stellen. Also es läuft hervorragend und kein logistisch, man kann von Wien mit der Partnerbahn zur Aufführung und dann wieder zurück am selben Abend, das geht sich alles schon aus? Ja, das geht sich alles aus, weil dadurch, dass wir ja Kinder und Jugendliche selbst auf der Bühne stehen haben, endet die letzte Aufführung auch immer spätestens um 21.30 Uhr. Okay. Und die Partnerbahn bleibt eben direkt vor der Tür stehen. Super. Also öffentlich perfekt angebunden. Wenn man sich für Improv-Theater interessiert, unter welchen Bedingungen kann man bei euch teilnehmen? Also Erwachsene? Was sind die Regeln? Also prinzipiell sind unsere Kurse ausgeschrieben für alle ab 3 Jahren und die Ältesten sind immer die, die im letzten Jahr die Ältesten waren. Das heißt, die haben halt mal als 10-Jährige oder so begonnen, sind jetzt 20. Das heißt, da kann jeder und jede Person zu uns kommen, ohne Vorkenntnisse. Wir nehmen auch immer gerne Menschen, die kein Deutsch sprechen, auf oder Menschen mit Behinderungen. Das heißt, wir schließen da wirklich gar niemanden aus. Wir sind inklusiv, genau. Wir haben auch viele Projekte natürlich jetzt in den letzten Monaten mit jugendlichen Geflüchteten am Laufen. Und da kann man also zu uns hinkommen. Es gibt einen Betrag, den man schon selbst leisten muss. Das zahlen dann in der Regel natürlich die Eltern. Das heißt, das ist schon ein Aufnahmekriterium, haben aber natürlich auch Wege für Leute, die aus Gründen sich das nicht leisten können. Da sind wir auch froh, dass wir von diversen Unterstützern da Stipendien auf die Beine gestellt bekommen. Das heißt, am Geld scheitert es bei uns auch nie. Das wären also die zwei Aufnahmekriterien. Wenn jetzt da Erwachsene auf die Idee kommen und da vielleicht auch letztes Jahr bei meinem Vortrag gescheitern, am 32C3 so ein bisschen Lust bekommen haben und aus dem Raum Wien-Umgebung kommen, also wenn wir da eine Handvoll Leute finden, können wir auch gerne mal einen Workshop auf die Beine stellen für Erwachsene, die gerne mal das Theaterspielen ausprobieren wollen. Da einfach am besten mich antwittern, @gregor_r. Und dann stelle ich gerne noch was auf die Beine. Sehr cool. Das Thema oben drüber ist Improv-Theater. Noch bei euch? Nein, das ist eine Methode, die wir anwenden. Okay. Wir sind ein Kindertheater oder ein Jugendtheater. Ja, genau. Das heißt, junge Leute machen Theater. Genau, je älter die jungen Leute werden, umso mehr Methoden nimmt man aus dem Improv-Theater. Mhm. Weil das einfach, je älter man wird, also das fängt so mit um die 20 Jahre an, umso mehr Hemmungen hat man. Mhm. Das heißt, bei den Kindern kann ich viel direkter anfangen, da kann ich dann gleich in Techniken und Storyentwicklungen und so weiter einsteigen, weil sie dieses Grundbedürfnis zum Spielen natürlich in sich tragen. Und Erwachsene haben das auch, aber sie sind verklemmt, wie du sagst, sie trauen sich nicht auszuleben, deswegen darf Erwachsene in das Improv-Theater. Damit sie entklemmt werden. Damit sie entklemmt werden, genau. Schön gesagt. Ja, es fällt mir auf, das ist auch beim Computerspiel, beim Spieleprogrammieren unterrichten genau dasselbe. Je jünger sie sind, desto weniger ist das ein Problem und je älter, desto mehr sind sie verkorkst. Genau, man muss alles erklären wollen und dann steht man irgendwann an. Und das ist ja genau das, was das Impro-Theater dir dann quasi wegbringt, dieses alles erklären wollen, alles hinterfragen. Weil Kinder hinterfragen natürlich auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Weil die Fragen von Kindern sie immer weiterbringen. Die Fragen von Erwachsenen einen immer mal das Sicherheitsnetz aufspannen. Mhm. Das muss man ablegen beim Theaterspielen, dieses Sicherheitsnetz. Das ist ganz wichtig. Du klingst so, als macht dir das nach wie vor großen Spaß. Ja, großartig. Also für mich persönlich der beste Job der Welt. Ist nicht auf Jobsuche jetzt. Nicht kein Bürojob. Absolut nicht auf Jobsuche, wobei das natürlich auch zum Teil ein Bürojob ist. Also jetzt war ich gerade beim Liefer und habe Druckertiketten gekauft. Weil natürlich man auch, wenn man Briefe abschickt, den Absender aufkleben muss. Das ist gar nicht so leicht. Und man muss, wenn man mit öffentlichen Fördergebern zu tun hat, sehr viel auf postalen Weg verschicken. Da ist nichts E-Mail. Okay. Wobei mittlerweile sogar dem Fax nicht mehr getraut wird. Hm. Also man muss jetzt wieder alles eingeschrieben einschicken. Die Faxnummer steht zwar noch drauf auf allen Dokumenten von sämtlichen Ministerien, aber wenn man dann sagt, wie wollt ihr die Unterlagen haben, dann ist immer die andere. Also lustig, wir haben sogar so ein Fax-to-PDF
Service. Und wir haben jetzt kein echtes Faxgerät stehen. Natürlich nicht. Ja. Aber nein, jetzt nicht die Lust nach irgendeinem Verwaltungsbürojob, die ist nicht da. Weil das ist, glaube ich, für mich persönlich nach spätestens einer Woche zu eintönig. Ist super. Also deine Empfehlung, in die Biontech-Bühne baden, hingehen und sich die Vorstellungen von den jungen Leuten... Ja, das auf jeden Fall, weil ich finde, dass man auch als Erwachsener sehr viel lernen kann von, oder lernen noch viel erfahren kann, einfach von dem, sich das anzuschauen. Weil klar, es ist vor allem die Art von Humor, ist dann immer für Gleichaltrigen und Kinder sind ja total lustig, wenn man ihnen das zulässt. Aber die Botschaften, die sie rüberbringen, das ist oft was, wo Erwachsene vielleicht gar nicht dran denken beim ersten Mal. Ich sage da noch immer, wenn ich Fortbildungen halte für pädagogische Hochschulen, sage ich mir, das Wichtigste ist, daran zu denken, dass Kinder auch Menschen sind. Und das ist das, was unsere Teilnehmenden immer großartig auf die Bühne bringen. Dieses, ich habe nicht nur eine Meinung, ich kann sie auch sehr eloquent, egal ob ich jetzt 5 Jahre alt bin, 15 oder 20, ich kann sie sehr eloquent in die Öffentlichkeit tragen. Das heißt, natürlich bei uns auch dieser gesellschaftliche Auftrag sehr hochgeschrieben. Genau, also 1. bis 11. Juni in Baden bei Wien in der Halle B, Badenabbahnstation Baden-Landesklinikum. Fahrt man von Wien-Meidling 45 Minuten, das ist eine harte Reise, aber dafür muss man nicht umsteigen, man ist direkt da. Sehr schön. Cool. Ja, das war mein erstes Thema, aber jetzt will ich vom Kongress hören. Kongress. Stefan, machen wir das gemeinsam. Du warst ja am 33C3. Aber ich war ja auf einem ganz anderen Kongress. Genau. Wir waren ja nur zufällig im selben Gebäude. Ja. Habt ihr euch getroffen? Wir haben uns getroffen, ja. Sogar absichtlich einmal. Ja, ja, und mich gab es relativ einfach zu treffen, weil ich fast immer in der gleichen Gegend war. Also ich habe mich rumgetrieben bei den Podcast-Partinnen. Das ist eine, wie letztens gehört, eine gemeinnützige Versammlung von Menschen, die versucht, anderen dazu zu ermuntern, auch mit Podcasten eben zu beginnen. Und das hat angefangen mit einer kurzen Veranstaltung auf der Bühne, dem Sendezentrum, wo wir uns vorgestellt haben und gesagt haben, na, man kann dann einfach nach hinten kommen zum Tisch und wir sind gern bereit zu helfen. Und das war auch so, ich würde sagen, so 10 Stunden in den folgenden 3 Tagen habe ich dann auch wirklich beraten. Also es sind immer wieder Leute gekommen mit den unterschiedlichsten Fragen. Gefühlt immer, wenn ich da war, hast du mit irgendwen, warst du in ein Gespräch versunken? Das sowieso. Für mich war das ein Redekongress diesmal. Also ich habe es geschafft, auf 1,5 Vorträge zu gehen, nämlich auf die Eröffnungszeremonie, das ist der halbe. Und dann war ich noch beim NSA-Untersuchungsausschuss bei der Lesung da dazu. Das war ein... NSU-Protokolle. Ja, genau, das war... spät nachts, wo nichts mehr los war, sonst da bin ich einmal hingegangen, aber sonst wird die ganze Zeit nur mit Menschen geredet. Was verstehen die für Fragen, wenn die da hinkommen? Weil ich glaube, es gehört ja schon viel dazu, sich zu trauen, da mal hinzugehen und zu sagen, hallo, ich kenne dich nicht. Ja. Ich habe gehört, du willst mir helfen. Man muss dazu sagen, dazu gab es ja ein Hilfsmittel. Wir haben Buttons umgehabt, alle miteinander, und wir haben eben auch auf der Bühne am Anfang gesagt, alle, die Buttons haben, freuen sich über Fragen und so weiter, und bei manchen hat es auch Tage gedauert, bis sie sich getraut haben. Also wir hatten dann so Sachen auch wie, am ersten Tag habe ich euch da oben gesehen und gilt das noch, dass man noch Fragen stellen darf? Nicht? Und so sind wir dann ins Gespräch immer gekommen. Aber es sind wirklich viele Leute gekommen, die sich getraut haben, und die meisten Hürden, würde ich sagen, sind noch immer die technischen Hürden, sodass man sich im Vorhinein nicht wirklich klar ist, was bedeutet das, einen Podcast zu produzieren. Also das, was du so erzählt hast, was dein, wie heißt der? Hans. Was der Hans übernommen hat, diese Rolle so, was brauche ich denn für Equipment und wie mache ich das jetzt vom Konzept her dann genau, was mache ich denn in der einzelnen Episode und so, da sind einige noch ziemlich unsicher gewesen. Also sie haben gewusst, dass sie was machen wollen und oft haben wir auch das Thema und teilweise sogar das Format, aber meistens eigentlich dann technische Geschichten, die ein bisschen im Weg gestanden sind, bis hin zu schon 2 Episoden produziert und hört doch mal rein und sagt uns, was wir besser machen können. Das war dann überhaupt der Session. Ich glaube, da haben wir 4 Stunden dran gearbeitet, an der Geschichte. Das ist ein Rollenspiel-Podcast aus Basel.
den werden wir auch verlinken. Da könnten wer Lust hat, wer sich in das Thema Rollenspiel interessiert, kann da mal reinhören und Feedback senden. Die freuen sich sehr über Feedback. Die sammeln gerade ein bisschen Feedback, wie sie denn weitermachen und ob das so passt im Format. Also die sitzen einfach rund um den Tisch und zurzeit sprechen sie in ein Tablet hinein. Und reicht die Audioqualität oder nicht, ist zum Beispiel eine von den Fragen. Ich habe reingehört in den Podcast, ich fand es okay. Andere Leute, die reingehört haben, haben gesagt, ja, viel zu viel Echo, kann ich mir nicht anhören. Ja, da gibt's ja viel verschiedene Ansprüche, also ja. Auch wenn man da in diese Sendegate-Community reingeht. Absolut. Weil ich finde persönlich das total schlecht, was dort so verbreitet wird, dieses jeder braucht diese Headsets und vorher fang gar nicht an, weil kein Mensch wird dir zuhören, wenn du nicht ein gewisses Mindestmaß an Qualität erreichst. Und auch Equipment-Fetischismus. Ja, genau, und auch diese Initiativen da zu sagen, es gibt jetzt diese Superlux, was das Biodynamic nachbaut, aber da musst du 4 Weichen da gehen, damit das überhaupt mal ohne Brummen und mit einer gewissen Lautstärke funktioniert. Wo ich sage, wenn ich mir das durchlese und einfach sage, ich will was erzählen, dann bin ich leicht abgeschreckt. Und das finde ich ganz interessant, weil vor 3 Jahren war der Ton noch eher so, ja, die Mikrofone, die in den Smartphones eingebaut sind, sind mittlerweile so gut, dass jeder mal anfangen soll. Ja, finde ich auch. Und was ich persönlich weiß, weil wenn ich zum Beispiel Sprachaufnahmen mache für irgendwelche Theaterstücke, dann halten die Kinder sich mein Telefon nahe zum Mund hin, ich jage das einmal durch Auphonic und wenn das über die PA vom Theatersaal erklingt, dann hört man überhaupt kein Rauschen. Das heißt, es ist, glaube ich, immer dieser Anspruch zu sagen, wenn du es hören willst, natürlich hörst du es. Und klar, wenn mehrere Leute dann in das Mikro sprechen, ist natürlich wieder was anderes, weil dann hältst du es dir nicht zum Mund hin. Genau, so wie wir jetzt. So wie wir so jetzt, wie wir genau. Jetzt, ja. Wir halten es uns auch nicht zum Mund hin. Vielleicht verstehen wir uns auch gar nicht. Aber ich finde, das ist irgendwie eine falsche Botschaft. Deswegen würde mich da jetzt interessieren, gibt es da verschiedene Meinungen auch bei den Podcast-Partinnen oder gibt es da so verschiedene Stufen, wo man sagt, na, fang mal so an? Was ist jetzt deine Erfahrung von der letzten Kurz Woche? Antwort ja, nämlich so, es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt natürlich verschiedene Meinungen, aber es gibt eben auch das Wissen über das gesamte Spektrum. Mhm. Und man versucht natürlich nicht, die Leute zu verschrecken. Das heißt, man zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten auf und versucht vor allem am Anfang rauszufinden, was ist denn eigentlich die Intention hinter der ganzen Geschichte. Nicht? Also wenn da jemand schon daherkommt mit einer manierlichen Aufnahme und sagt, na, wie kann ich die Audioqualität verbessern, wenn ich nicht anfange, über Smartphones zu reden. Und die Leute haben alle halbwegs eine Ahnung, die dort sind. Also daher funktioniert das ganz gut. Na, und das ist eben auch ganz spannend zu hören, dann so die Formate, die so kommen. Also das sehr interessantes Beispiel ist eine Lehrerin aus München, die hat 11., 12. Schulstufe, das heißt also Jugendliche, 17, 18 Jahre sind die alt, also Unterrichtsprojekte, die auf spätere Berufe vorbereiten, im Sinne von eigentlich aufs Studium vorbereiten, weil die meisten studieren ja dann doch in dem Alter. Und die Frage naturwissenschaftliches Studium oder wissenschaftliches angelegtes Studium, was heißt denn das als Wissenschaftler zu arbeiten? Und da werden sie ein Projekt machen, wo sie Wissenschaftler interviewen, die Schüler, und das soll dann als Podcast im Schulrahmen veröffentlicht werden. Das hat natürlich auch rechtliche Aspekte, die ganze Geschichte, die Sachen haben wir durchbesprochen. Das hat organisatorische. Von dem Podcast? Nein, gibt es auch noch nicht. Gibt auch noch keinen Namen und gibt auch noch nichts Konkretes dazu. Und selbst wenn es das gäbe, sollte es jetzt auch noch nicht veröffentlicht werden, weil damit wird dann nur Unruhe reingebracht und Verunsicherung. Sollen die Schüler erst einmal arbeiten? Das soll einmal funktionieren und in dem Moment, wo dann was veröffentlicht ist, da soll man dann damit auch wirklich rausgehen. Aber nicht vorher sozusagen ungelegte Eier da platt treten, da bin ich vorsichtig. Möchte nur anmerken, allein für die Idee, viel Applaus für die Lehrerin, die ich gerne gehabt hätte. Und sie hatte eben so vorher generell das Gefühl, sie weiß jetzt nicht wirklich, worauf sie sich da einlässt. Sprich, ist das eine Sache, dass sie im Rahmen eines Schulprojekts, wo sie 2 Stunden in der Woche mit 17- und 18-jährigen Schülern in mehreren Fächern, mit mehreren Lehrern in Kooperation, das auf die Beine stellen kann? Geht das überhaupt sowas? Und wir haben uns das also ein bisschen durchüberlegt, was muss man alles tun, was braucht man alles?
wo kann man Kooperationen eingehen mit anderen Lehrern, also natürlich IT, klarerweise, Audioformate, all diese Geschichten. Also da geht schon einiges an Projekt und nach, ich glaube, 1,5 Stunden oder so, war sie dann eigentlich recht zuversichtlich gestimmt und gesagt, ja, das werden wir machen. Jetzt werden wir sehen, ob es dann auch wirklich passiert und ob man wieder was davon hört oder ob das sozusagen für uns unterm Radar bleibt. Das ist dann einmal die Frage, inwieweit sich das dann wieder rumspricht. Nicht? Also diese Geschichte. Nein, aber es war sehr, sehr nette Zeit. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, mit sehr vielen drüber geredet. Ja, viel Spaß gemacht. Was ich da anmerken mag, gerade was du sagst, finde ich, ist so wichtig, dass viele Leute dich nicht sofort nach der Bühnenshow angesprochen haben, sondern erst Tage später. Und das ist das Nette, dass der Kongress 4 Tage dauert, dass man da auch wirklich die Zeit hat, sich an wen heranzutrauen. Und weil oft im ersten Moment nach der Show muss das erstmal geistig verarbeiten und dann stehen da schon 4 Leute Schlange und wollen mit dem tratschen und du hast vielleicht nur eine sehr kleine Frage oder hast dann das noch gar nicht so richtig überlegt und dann hast nicht die Zeit oder die Lust anzustehen und denen jetzt auch noch irgendwas Banales zu fragen. Und dann, dadurch, dass man sich doch wieder sieht beim Kongress, in einer anderen Situation oder beim Bier dann oder einfach so, hat man dann, finde ich, einen viel netteren Zugang und kann dann doch noch mit jemandem über so ein Thema quatschen. Das, und was ich auch sehr nett gefunden habe, dass wir sehr diverser Haufen von Leuten dort waren. Ich bin ja doch tendenziell eher der Techniker und so weiter, nicht? Also mich interessieren zwar jetzt nicht so extrem die Audiogeschichten, aber so das Veröffentlichen dahinter und Web und was heißt denn Publikation, gerade wieder im Zusammenhang mit Jugendlichen und so, das finde ich ein spannendes Thema, so zum Sender werden, ist so schön, ist, ne? Diese Geschichte, aber so das eigentliche Format jetzt da herumzudüfteln, da bin ich nicht der Richtige dafür. Da haben wir aber auch Leute gehabt, also wir haben Leute aus der Museumspädagogik dabei gehabt, wir haben Leute, Medienwissenschaftler dabei gehabt, es war ein Softwareentwickler dabei, es war alles Mögliche da dabei an Leuten und damit hat man auch wen weiterschicken können und gesagt, ja, das ist schön, aber geht über da rüber, kennt sich da eher in die Richtung aus. Also wir haben uns das also ein bisschen aufgeteilt. Na, das war eine sehr nette Geschichte und hin und wieder kommt man dann auch mit Formaten in Berührung, die man vorher noch nicht gesehen hat oder wo man nicht geglaubt hätte, dass da was mit Podcasting geht. Da hat vielleicht du ein bisschen dann einen Connex dazu. Eine Puppenspielerin. Mhm. Haben wir gedacht, naja, und wie soll das mit Podcast, also Audio und ja, aber der Hintergrund ist ein ganz anderer oder die Zielsetzung ist eine ganz andere. Nämlich das Ziel ist von diesem Podcast, dass sich da beim Gesprächszeitpunkt nicht die Frau als Moderatorin in den Mittelpunkt sozusagen stellt oder da jetzt moderiert, sondern dass die Puppe die Moderation übernimmt und auf die Art und Weise sollen andere Gespräche zustande kommen, als wenn die Frau die Moderation übernehmen würde. Also es geht jetzt nicht um das Empfinden unmittelbar, das der Hörer hat, wenn die Puppe da jetzt spricht, sondern dass die Leute Interviewpartner erleben. Natürlich hört man die Puppe dann auch sprechen, also das die Frau spricht dann auch mit verstellter Stimme, aber der wesentliche Effekt ist der unmittelbar bei der Aufnahme. Mhm. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte, an die habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, Puppe, Podcast, wie soll das gehen? Na, das war sehr schön. Das heißt, du warst jetzt 100% Podcaster am Kongress dieses Jahr? Zumindest 95% oder so war ich Podcaster, okay. Ein bisschen war ich Zuhörer. Was auch sehr nette Geschichte war, ich habe ja, glaube ich, da auch schon erzählt von dem Jekyll Octopod, von der Podcast Publishing Plattform da. Also Jekyll ist ein Static Site Generator, wo es ein Add-on gibt, ursprünglich geschrieben von einem gewissen Arne Eilermann auf Twitter Patex. Und mit dem war ich auf Twitter in Kontakt, der hat dann die Software 3 Jahre mehr damit nicht mehr gewartet, dann habe ich mit dem geredet, wie schaut denn das aus, darf ich da weitermachen und so. Und er so nach dem Motto, nimm, was du dir nehmen kannst, verwende, was du verwenden kannst, das Logo steht da unter einer freien Lizenz, also das ist Maskottchen, das ist so ein Tintenfisch, mach was draus aus dem Projekt, wenn du das weiterführst, super, ich verwende es gerade eh nicht mehr. Das war so die Botschaft. Und er hat uns dem Projekt dann auch weiter auf Twitter gefolgt, immer wieder nett retweetet und so weiter. Aber das war es im Großen und Ganzen. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, nachdem er auch am Kongress war, mit ihm einmal zu reden. Und wir haben, ich glaube, 2 Stunden auch gequatscht, irgendwann einmal spät in der Nacht. War herrlich, Geschichte, den kennenzulernen. Sehr, sehr netter, freundlicher Typ. Hab viel über Freiklettern gelernt und Bergsteigen gelernt. Da ist er da der passionierte Typ dazu. Und er hat sich urgefreut, dass es mit dem Projekt weitergeht und jetzt kennen wir uns halt auch in Person an, was sehr nett war. Also man kann dann die Leute auch
Kennenlernen zu den Projekten, was spannend ist. Oder andere Geschichte, ich habe immer wieder erzählt hier von dem Borg-Backup, das ich auch wieder empfehle und weiterhin empfehle, verschlüsselt, dezentral und so weiter, ich habe schon ein paar Mal davon geredet. Geht durch so einen großen Saal, so einen Assembly-Raum durch, sitzt da einer mit einem T-Shirt, wo hinten riesig Borg-Backup draufsteht. Dann drehe ich mich nach vorne, schaue, der schaut aus wie der auf dem Video, der das Borg-Backup vorstellt, sage ich, bist du der Thomas Waldmann? Sagt er, ja, der bin ich. Und mit dem auch eine Viertelstunde geredet, habe mich bedankt, dass ich seine Software verwenden kann. Er hat gesagt, er findet das super, dass da Leute am Anreden und so weiter. Also, so kann man ein bisschen die Leute, halt, die aus dem deutschsprachigen Raum hauptsächlich sein, weil das ist doch die Mehrzeit dort, kennenlernen. Und das macht viel Spaß. Ich glaube, ich schließe da gleich an. Also das ist genau das, denke ich, worum es beim Kongress geht. Mit Leuten reden, Spaß haben, Leute kennenlernen. Und ich kann stolz berichten, dass ich das diesmal auch so gelebt habe. Also ich habe mich extra, ich habe sogar so eine App gehabt, wo drauf steht, wann welcher Talk ist. Das ist nämlich Fahrplan. Und natürlich kann man sich da jetzt das Leben durchorganisieren, wann ich rechtzeitig weggehen muss. Und so. Ja, und hätte man alles tun können, aber was ich im Endeffekt gemacht habe, war einfach nur sehr glücklich herumwandern durch den Kongress. Obwohl ich 4 Tage dort war, habe ich manche Stände nicht mehr gefunden, die ich am ersten Tag entdeckt habe. Und einfach immer wieder Leute treffen und mit den Leuten quatschen und das sozusagen zelebrieren, dass man so viele interessante Leute auf einem Haufen hat und die so problemlos anquatschen kann und kennenlernen und besser kennenlernen. Und ein paar Talks habe ich mir live angeschaut. Ich habe mir wieder Lightning Talks reingezogen, das ist immer sehr, sehr empfehlenswert. Also Kurzvorträge, die genau nur 5 Minuten dauern dürfen. Und die Keynote natürlich. Und meinen Lightning Talk. Deinen Lightning Talk, ja. Noch ich habe mir auch die Bühnenshow von dir angeschaut, wo du interviewt wurdest auf der... Ah, ja, das war am Anfang. Ja, das war am Anfang. Und sonst habe ich von Thomas Lohminger, von ehemalig AK Vorrat, das heißt irgendwie mit Shockwaves oder Impact, haben die jetzt eine Bürgerrechte-Schutzorganisation gegründet und er hat einen super Vortrag gehalten, ein Jahr Österreich-Netzpolitik, also so einen Jahresrückblick. Das war super und dann mit ihm auch gleich gequatscht. Also das hat sich ausgezahlt. Und Thomas Grenzfurtner himself hat mich erinnert, dass er seinen Film Tracer Root screened am Kongress. Den habe ich dann auch gesehen. Und ich hätte mir dann sogar noch anschauen können den Film National Bird von der Sonja Kennebeck, die bei der Keynote am Anfang vom Assassination Grid. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den Vortrag. Ja. Also den habe ich auch angeschaut, das war gleich der erste Vortrag. Da ging es um einen amerikanischen Drohnenoperator, der diese Drohnen maintained hat. Und der ist jetzt bei einer Organisation Veterans for Peace und hat halt aus seiner Sicht erzählt über diese ganze US-Kriegs- und Assassinen-Maschinerie und wie das halt getan wird. Und da hat eine junge Regisseurin kurz einen Trailer gezeigt von ihrem Film, der heißt National Bird. Da ging es eigentlich um so amerikanische Drohnenoperators, also die so in 12-Stunden-Schichten diese Drohnen dann steuern und dann wieder heimfahren in ihre Küche und kochen. Und der Film ist dann, was sie gesagt hat, war davon gedacht, handelt aber eher von, wie sagt man das, von ein bisschen Whistleblowern, also die nicht mehr einverstanden sind mit diesem militärischen Job, den sie haben und dann eben an die Öffentlichkeit gehen. Und nur um jetzt anzuschließen an das, was du vorher gesagt hast, dass es cool ist, dass man Leute trifft, bin ich vom Tracer Road einmal kurz rausgegangen, wollte aufs Klo gehen und steht die Sonja Kennebeck direkt vor der Tür, weil sie hat nachher das Training gehabt, was ich auch nicht kapiert habe. Dann habe ich mit ihr quatschen können, da voll super. Ne? Und ja, also es ist einfach ein Fest der Gelegenheiten, mit sehr interessanten Leuten interessante Gespräche zu führen. Und wie gesagt, die ganzen Talks kann man sich ja auch nachher anschauen. Ich kann sehr empfehlen den Talk von Mitch Altman, das ist so ein kalifornischer Hackerspace-Gründer und Künstler, der macht hauptsächlich Löt-Workshops und der spricht dann auch sehr über sein Leben und über Hackerspaces, Hacking und zum Beispiel über chinesische Hackerspace. Habe ich nicht gewusst, dass die schon gibt. Ja, das ist irgendwie logisch. Gibt es eine ganze Hackerspace-Stadt, ja, wenn man es genau nimmt. Hier ist mal Shenzhen. Shenzhen, oder? Das ist diese Industriezone. Ja, also wie gesagt, Kongress sehr empfehlenswert. Unbedingt hingehen, wenn man Karten kriegt. Und einfach rumgehen und mit Leuten reden. Eine Geschichte habe ich noch dazu. sowohl im Panoptikum als auch im Jekyll Octopod habe ich ja den Webplayer ausgetauscht. Ich habe vorher drin gehabt den Podlove Webplayer. Und da hat sich in letzter Zeit relativ wenig getan und das ist auch ein ziemliches Gefrett mit den Messages, die da immer fröhlich in der JavaScript-Konsole herumfliegen, sodass man sonst eigentlich kaum mehr was sieht.
Und es hat dann geheißen, ja, man soll sich doch den Prodigy-Webplayer mal anschauen. Der wird da jetzt ordentlich weiterentwickelt von einem ehemaligen Entwickler vom Podlove-Projekt auch. Und Prodigy ist eine Podcast-Hosting-Plattform. Also wenn man sich das selber nicht zutraut, einen Server zu betreiben oder so, dann bieten die das eben als Service an, dass man die Podcaster hochlädt und dann erstellen die Feeds und so weiter. Und also wie auf Facebook posten, poste ich da mal einen MP3-File. Ganz genau. Ja, nur wesentlich besser. So, wir verwenden das, kann ich. Ich bin zufrieden damit. Ja, bin sehr zufrieden, weil wenn man will, kann man schon sehr viel selbst machen. Eben, läuft jetzt auf unserer Domain und so weiter. Also feintunen. Das heißt, man kriegt zwar geschenkt eine podcastname.podigy.com, glaube ich, oder .de, aber man kann dann ganz einfach DNS-Eintrag machen und dann hat man es auf seiner eigenen Domain und dann auch jede Folge auf der eigenen Domain, also nicht wie nur eine blöde Weiterleitung. Und eben den besseren Webplayer und 60 Minuten pro Monat gratis, das muss man dazu sagen, für alle, die mal anfangen wollen. Das heißt, keine Hürden, 60 Minuten im Monat hochladen, und wenn man es bei Ihnen hochlädt, geht das automatisch durch Auphonic durch. Das heißt, das ist quasi im die Preis inbegriffen. Die Auphonic-Kosten sind sozusagen integriert. Genau. So, also für den kleinen Monatspodcast oder super. 160 Minuten im Monat. Oder zumindest mal zum Anfangen und ausprobieren, ob man das machen kann. Auch dann sind die Preise sehr fair, wenn man sagt, man will sich um nichts kümmern. Weil sobald man was zahlt, kriegt man quasi den Support auch von ihnen dazu. Cool, sehr cool. Und der Player zum Beispiel so Späßchen wie halbe Geschwindigkeit und doppelte Geschwindigkeit abspielen und so Sachen, schaut da ganz hübsch aus. Und den habe ich eben eingebaut und war recht zufrieden damit, nur bin gescheitert dran, direkt reinzuspringen an eine gewisse Stelle. Also im Prinzip das, was du implementiert hast da für die Webseite vom Biertauchen, hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Dann habe ich ein bisschen rumgeprobiert. Das Problem war eigentlich, dass sie nicht die letzte Version im Content Delivery Network veröffentlicht hatten. Habe ich dann geschrieben, wenn man die Version von GitHub nimmt, dann geht es eh und so. Und jetzt habe ich ihn dort getroffen, der ist nämlich auch ein Podcast-Pate, so sind wir am gleichen Tisch gesessen. Mhm. Ich kannte ihn so von kurz anplaudern von der Subscribe, aber ich habe nie länger mit ihm geredet. Und so sind wir ein bisschen ins Reden gekommen und sage, ja, das ist ganz nett. Und dann hat er gesagt, da bist du, da werden wir gleich richten. Nach einer Stunde war das im so hat's gleich am Kongress dann Backfix gehabt. Hat er mal das CDN deployed, habe ich dann geschickt, und ein anderes Ticket habe ich auch reingeschickt. Es wäre halt nett, wenn man nicht nur sagen könnte, ab dem Zeitpunkt spielen, sondern spielen auch für so und so viele Sekunden. Sagt er, das wäre eigentlich eh vorgesehen in der API, die wir da verwenden an und für sich, aber wir haben die Methode nicht nach außen freigegeben. Das ist eigentlich eine vernünftige Idee. Wieder eine Stunde später gesagt, jetzt kannst du das einmal probieren. Hat dann funktioniert. Und dann habe ich gesagt, wie ist das mit der API, um was geht es da? Da gibt es den, wie ist denn das mit dem Fernsteuern von außen und so? Weil eigentlich würde ich auch gern, ich habe ja eben die ganzen Kapitellisten und so weiter heraus, kann ich das von außen direkt dann ansprechen, beziehungsweise kriege ich die Daten. Ich habe gesagt, wenn du das so sagst, dann gehen wir gleich die ganze API frei. Das war dann der nächste Schritt, den er gemacht hat. Also da steckt da ein quasi Standard dahinter, den ich bisher auch nicht kannte, das nennt sich Player.js. Das ist eine JavaScript-Library, aber eben auch gleichzeitig ein JavaScript-JSON-Standard, mit dem über den Webseiten mit den eingebetteten Video- und Audio-Objekten in iFrames kommunizieren können und Nachrichten austauschen können auf standardisierten Weg. Also dieser Webplayer, von dem du da oder wir da reden die ganze Zeit, der ist in ein iFrame eingebettet, und da drinnen zu pausieren und wieder fortzusetzen, ist nicht so einfach, diese Geschichten, weil man da eben hinein kommunizieren muss, und das muss sozusagen von innen auch vorgesehen sein. Und das ist jetzt alles erledigt und funktioniert picobello. Also jetzt ein iFrame. Es ist ein iFrame, in dem das eingebettet ist. Und man kann eben zum Beispiel auch darauf zugreifen und auslesen, wo der gerade ist, an welcher Stelle ist denn der Player gerade. Wenn ich das heraus in einer JavaScript-Funktion haben will, ist das jetzt kein Problem und kann lesen gehen. Oder so Sachen wie, wenn jemand auf Pause drückt, möchte darauf reagieren können. Sowas wie Fragen, warum hast du jetzt pausiert? Gefällt dir das nicht mehr? Oder was ist da nicht? Also so Interaktion mit dem Player ist ab jetzt dann möglich. Das war die nächste Geschichte dann. Also sowas wäre, wenn wir uns nicht am gleichen Tisch vis-à-vis gesessen, wären nicht möglich gewesen, dass wir da so locker drüber reden und das auf die Reihe kriegen, diese Geschichte. Nur möglich am Kongress. Nur möglich am Kongress, ja. Ja, wie ist es denn jetzt nächstes Jahr? Wo fahrt man hin?
nach Hamburg höchstwahrscheinlich. Ne? Das ist noch nicht fix. Also auch, nicht fix. Auch das ist nicht fix. Ne? Man wird sehen. Man wird sehen. Aber wahrscheinlich wird es Hamburg sein, weil alles andere sehr schwierig zu organisieren würde, weil ein großer Teil der Organisatoren ist halt aus Hamburg und ein großer Teil des Equipments, das immer wieder herangeschafft wird, ist in Hamburg, in Lagern. Und man muss sagen, sie haben auch also toll organisiert, also für einen Kongress von der Größe. Es wird jedenfalls nicht im CCH sein, weil das wird nächstes Jahr und wahrscheinlich auch noch übernächstes Jahr revitalisiert. Also es wird ursprünglich hat es einmal, oder am Anfang hat es einmal geheißen, das ganze Ding wird planiert und neu aufgestellt. Das heißt es jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es wird entkernt und innen sozusagen neu reingebaut in das Ding. Ja, werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich kann noch was Kongressmäßiges beitragen, nämlich There is no game. Es war ein Spiel, was am Kongress gespielt worden ist und ich war gar nicht faul, ich habe darüber gebloggt. Also auf spielenprogrammieren.at/blog ist verlinkt ein großer Blog-Eintrag über den Kongress und da kommt auch dieses Spiel vor. Background-Story, ich habe einen Zimmerkollegen gehabt und üblicherweise bin ich früh schlafen gegangen, so um Mitternacht und er ist dann irgendwann sehr spät schlafen gegangen. Und so ab dem dritten oder zweiten Tag habe ich dann gemerkt, er schaut jeden Tag sehr fertig aus und ist sehr erschöpft und ist dann auch schon vor mir schlafen gegangen, und weil er den ganzen Tag am Kongress dieses There is no game gespielt hat. Und das ist eine Art so Lifehack, wo man mit, eigentlich für dich als Theatermann vielleicht interessant, man wird mit einer Gruppe, wie einem Computerspiel, aber mit echten Menschen zusammengewürfelt, die also rollenspielmäßig verschiedene Skills hat, und dann muss man sehr viele Quests und Nebenquests lösen, die von natürlich von einem zentralen Spielmaster-System verwaltet werden. Mhm. Und das hat den Leuten extrem gefallen, obwohl es sehr meta war. Also es gab kein vernünftiges Spielziel und sie haben bis zum Schluss nicht kapiert, ob sie gewonnen haben oder was eigentlich das Spielziel war. Und dann ihre eigenen Urgen genommen. Aber sie haben ein sehr extremes Gruppenerlebnis gehabt. Genau, sie haben dann auch nur alle seltsam an Kauderwelsch geredet. Wie hast du die goldene Schere in das Dixo-Band gegeben? Und so. Ja, ja. Und sie haben gesagt, das hat irrsinnig die Kommunikation gefördert. Also die Nerds am Kongress sind ja doch ein bisschen als introvertiert verschrien. Und ich glaube, da hat das super gepasst. Und sie haben dann auch so schöne heterogene Gruppen gebildet, also sogar mit Frauen drinnen und also nicht alle von der gleichen Nationalität, und die haben dann mit anderen Gruppen interagiert. Also sie haben enorm Spaß gehabt, und nachzulesen, ich habe zwar ein Interview gemacht, aber blöderweise bei meinem Mikrofon versagt, aber ich habe das Interview transkribiert und ist in meinem Blog nacherzählt zu lesen. Wir werden noch verlinken eine 4 Minuten Zusammenfassung vom Kongress von MinCorrect. MinCorrect ist Kurzform für methodisch inkorrekt. Sind zwei Physiker, die einen Podcast über aktuelle Papers eigentlich sonst machen, und beim Kongress machen sie sich zum Clown, indem sie 2 Stunden Experimente dort machen und diverse Sachen in die Luft jagen und deswegen auch nicht in Saal 1 sein dürfen. Also Saal 1, weißt du ja, ne? Das ist so richtig Auditorium und so weiter. Da gibt es relativ strikte feuerpolizeiliche Auflagen. Also nachdem du nichts gesprengt hast, konntest du in Saal 1 sein, MinCorrect nie. Und daher sind die immer ziemlich genervt, weil sie dort eben nicht auftreten dürfen. Und sie würden halt auch gern vor den, wie viel sind, 3.500 oder so, ne? Im Saal 1, und sie werden immer nur in den Saal 1 gestreamt und sind sonst nur in der Besenkammer, wie sie sagen, in Saal G, das ist das, wo ich geredet habe, waren immerhin auch 1100 Sesseln. Das wäre auch nicht klein. So klein ist das auch nicht, ja. Also man hat keinen Überblick über die Leute. Also. Und da sind sie eben und werden halt eben in Saal 1 hinüber gestreamt. Und diesmal haben sie es geschafft, sie durften auch in Saal 1, weil sie haben sich bereit erklärt, die Abschlussveranstaltung zu moderieren. Und das wollen die Leute normalerweise nicht moderieren, weil da sind ja alle schon so in Stimmung. Haben das aber sehr nett gemacht, und im Zuge dessen gibt es 4 Minuten Musikstück, wo die beiden singen, unterlegt mit Bildern vom Kongress halt. Und ich finde, diese Bilder treffen so gut wie nichts anderes, was ich bisher gekannt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, da bin ich immer überall vorbeigekommen bei den Sachen. Also die Fairy Dust, diese Rakete und die ganzen LED-Installationen und so weiter, das kommt alles vor. Also das ist sehr nett von Methodisch Inkorrekt, das Video. Ja, das Video von denen überhaupt ist ganz lustig. Ja. Aber es fällt schon auf, dass sie doch, sie sagen immer, oh, das ist gefährlich, aber die Versuche, die machen, sind schon eigentlich eher harmlos. Sie gehen ein bisschen leichtsinnig mit flüssigem Stickstoff um. Das sollte man nicht einfach so weit. Ja, das, na gut, das stimmt, ja.
Das würde ich nicht. Aber ja, aber sie haben anscheinend damit Erfahrung. Und man weiß ja nicht, ob die Hände noch echt sind. Vielleicht sind das ja schon Physiker. Sie schauen aber jedenfalls ganz gut noch aus. Ja, ja, sind auch ganz gesund aus. Ja. Aber das ja, ist also Nicolas Wörl und der Reinhard Remfort sind die beiden. Reinhard, nicht Rudolf oder so? Nein, sicher, das ist auch so ein Running Gag, ob er jetzt Reinhard heißt oder Reinhold oder Rudolf oder sonst. Genau. Nein, er heißt Reinhard. Also das kommt auch in jedem vor. Aber stimmt. Schön, dass du mich wieder verunsichert hast. Ja, genau. Nein, er heißt Reinhard. Niemals Alliterationen bei Namen. Genau. Was mir auch aufgefallen ist beim Kongress, also für die wirklich guten Talks waren ja wirklich extrem lange Schlangen. Zum Teil sind die Leute zwei Talks vorher schon in einen Saal gegangen, haben dann da drum zum Handy gespielt, nur damit sie dann wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das war mal dann auch ein bisschen zapplöde. Bin ich lieber zwei Stunden lang herumgegangen, aber Bier trinken, damit wir und dann später auf Video schauen. Ja. Aber wie gesagt. Also ich würde wegen den Vorträgen nicht zum Kongress fahren, sondern nur wegen den Leuten. Aber bisher weiß ich noch nicht, was soll ich mit den ganzen Leuten. Ja, das Tolle an den Videos ist ja, die kommen ja teilweise nicht mal eine Stunde nach Livestreaming schon als Aufzeichnung in Full HD und mit sinnvollem Videoschnitt ist jetzt der Bildschirm drauf oder der Speaker. Ja. Es wird wieder eine Top-10-Liste von mir geben, allerdings noch nicht. Bist du noch am Nachschauen? Weil ich muss ja erst schauen. Ja. Also was ich schon empfehlen kann, ist der von Mitch Altman, der Tag, ich glaube bei Hacker Society. Das ist auf jeden Fall. Machen wir noch was zu Podcasting, was eine Spur technischer ist, aber was umso schöner ist, nämlich Apple und Let's Encrypt haben bisher nicht miteinander brav funktioniert. Also sprich, wenn man bei Apple, bei iTunes einen Podcast eingereicht hat und der wurde nur bei HTTPS ausgeliefert hinter einem Zertifikat von Let's Encrypt, dann hat das bislang nicht funktioniert, weil die diese Zertifikate nicht in ihre Chain eingespielt hatten, iTunes und iTunes Connect. Ist ein JBoss wahrscheinlich? Ist ein Ah, wirklich? JBoss? Ja. Wenn ich blau gerade. Was heißt das? JBoss? Ja, das ist eine Java-Applikation. Okay. Und vor allem ist es auch Webserver. Zumindest seit 16. Dezember ist das anders. Das heißt, jetzt funktionieren die miteinander. Jetzt bin ich auch dazugekommen in den letzten Tagen, meine beiden Podcasts umzustellen und das alles in Ruhe getestet, ob es auch wirklich so ist. Und ja, es ist auch wirklich so. Das heißt, es funktioniert. Und das bedeutet, in letzter Konsequenz, wenn man sich vielleicht fragt, unsere Hörer sind ja großenteils technikaffin, aber trotzdem, warum will man das eigentlich? Weil auf die Art und Weise die Privacy vom Hörer auch geschützt ist, von der Hörerin geschützt ist. Weil eben nicht jemand am Weg mitlesen kann, was da jetzt gehört wurde von jemandem. Und mir hat das jetzt einmal interessiert, ob das einmal jetzt wirklich auch selber sehen wollen, indem ich mir den IP-Traffic angeschaut habe. Also jemand am Weg kann rausfinden, dass es eine Internetverbindung gibt zwischen einer IP-Adresse zu einer anderen IP-Adresse, aber kann nicht rausfinden, was da übertragen worden ist. Also hast du die Episode angehört und welche Teile dort? Das kann man nicht rausfinden auf die Art und Weise. Und wen sowas interessiert, gibt es unter Unix ein hübsches Tool namens TCP-Flow, wo man sich wirklich den Traffic anschauen kann. Und einmal habe ich mir angeschaut, noch vorher zu meiner Webseite, wo sie noch unverschlüsselt war, da ist eben gestanden von der IP-Adresse sowieso, der und der Browser, dort und das File und so weiter. Also das hätte ein Provider mitloggen können. Und dann eben im verschlüsselten Zustand geht das einfach nicht mehr. Also Schutz der Privacy der Hörer ist da das Ziel dahinter hauptsächlich. Ja. Let's Encrypt verwenden. Ja, gut. Du hattest ein Techie-Thema noch. Ja, ich habe eigentlich zwei Techie-Themen. Mach mal eines. Okay, dann fange ich ganz gemein, mach mal das Interessante. Moment, welches zuerst, das Allgemeine oder etwas Spezielleres? Das Allgemeine. Okay, das Allgemeinere, das ist sehr kurz. Auf Godem gab es einen Artikel zum Thema Antivirus und weshalb man es nicht verwenden sollte. Und das ist im Prinzip etwas, was ich schon seit mindestens einem halben Jahr in diesem Podcast öfters sage. Betrifft jetzt nur Windows-User oder? Das betrifft eigentlich alle. Alle, okay. Weil nämlich Antivirus-Software unter Linux gibt es ja auch, um die Windows-Benutzer zu schützen. Ah.
nicht um die Linux-Benutzer zu schützen. Das sind diese Appliances, wo du den Server hinstellst und so, alle Traffic geht über diesen... Also wenn der Linux-Rechner als Router oder Server für Windows... Ja, als Proxy sozusagen, ja, okay. Zum Beispiel. Oder die E-Mails gescannt werden. Okay. Und das ist inzwischen bekannt, dass die Dinger mehr als unsicher sind. Mhm. Die murksen da ganz schön herum und dann kann man mit Hilfe eines Shardcodes dann den Server übernehmen, statt den Benutzer. Mhm. Also ganz neue Angriffsflächen. Und Antivirus ist eher ein Einfallstor, als dass sie hilft. Also sie haben auch etwas über die Geschichte, woher Antivirus stammt und weshalb es früher mal praktisch war. Antivirus heute, ist ein Produktname oder Firmenname? Das ist einfach eine allgemeine Bezeichnung für Antivirus-Software. Also du meinst, das betrifft jede Antiviren-Software, jede, unabhängig vom Hersteller? Antivirus. Ja, okay. Avira, alle. Also prinzipiell eine dumme Idee. Inzwischen ja, um ehrlich zu sein, ja. Weil nämlich die versuchen alle intelligent zu sein und versuchen auf verschiedenen Arten das Betriebssystem dann zu übertricksen. Ne? Ja, das Betriebssystem setzen sich in den Kernel rein und dann kann der Virus halt auch mit Root-Rechten laufen. Keine Sandbox dahinter. Also, wenn ich dich richtig interpretiere, lieber die Betriebssystem gescheit konfigurieren als... Ja. Als dann was Komisches draufsetzen, was versucht gescheitert zu sein als das Betriebssystem. Ja. Und Golem hat auch etwas sehr Schönes geschrieben, woran ich selber nicht gedacht habe. Wenn man Experten fragt, mich hat man nicht gefragt, aber das ist wurscht. Ich habe es nämlich ganz vergessen, dass das eigentlich die beste Lösung überhaupt ist. Ich habe bisher immer nur gesagt, deinstalliert euer Antivirus, aber die haben wirklich die Lösung und dem muss ich voll zustimmen, Updates durchführen. Macht die Updates von eurem Betriebssystem regelmäßig. Und da gab es auch beim Kongress schöne von, wie heißt es, Frank und... Fefe. Nicht Fefe. Security Nightmares. Genau, Security Nightmares. Dass in Zukunft vielleicht die Security-Updates default on sind und man sie gar nicht erst einschalten muss. Und das stimmt auf jeden Fall. Also macht eure Updates regelmäßig. Das ist besser als jede Antivirensoftware, weil man ist da wesentlich geschützter. Auch die Glühbirnen und so? Ja, genau, richtig. Auch auf den Glühbirnen regelmäßig Firmware-Update machen. Das ist leider wirklich, ja. Philips Hue und so. Mhm. Ich schaue da blöd, aber es gibt intelligente Glühbirnen, die du mit Bluetooth fernsteuern kannst oder Zigbee. Das Glühbirnen hat dann eine IP6-Adresse oder was? Ja, so ungefähr. Also auf jeden Fall ganz normal, WLAN und so weiter. Mhm. Dann kann ich im WLAN meine Glühbirne an- und ausschalten. Wenn deine Glühbirne hackt, dann irgendeinen Server. Putin übernimmt meine Glühbirne. Also jemand kann deine Glühbirne übernehmen und von dem aus Schadcode auch verteilen. Ja, genau. Immer passiert bei dünn. Ja, und der lustigste Exploit bisher war, dass sie mit einem entsprechenden Transmitter an den Straßenzug entlang gefahren sind, also geflogen sind mit einer Drohne und dann der Reihe nach übernommen. Blinkend Lights, nicht nur schwarz-weiß, sondern in Farbe. Die Zigbees hatten da ein Security-Problem. Das ist auch seine das ist eine intelligente Fassung. Also da schraubt man in die Fassung und die Glühbirne dann in diesen Zigbee. IoT Nightmares. Ja. Und installiert euer Antivirus endlich. Ich würde gerne langsam zum Kinoteil übergehen. Du hast ja auch Kinofilme oder was? Ja, genau, Rogue One, a Star Rogue Wars One. Story. Star Wars Story, ja. Dann legen wir gleich mal los. Ich nehme an, Rogue One wird noch öfter diskutiert in dem Podcast, wenn der Gregor kommt und so, der Harry, und sicher auch alle was zu sagen. Und tun wir zu. Ja, genau. Also ich nehme an, Stefan und Dennis haben sich das nicht angeschaut. Wie okay. Du hast es gesagt. Was? Sicher habe ich Rogue One ich gesehen. Keine Ahnung, wovon du redest. Passt. Okay, versuchen wir es nicht zu halten. Ja, versuch es relativ kurz zu halten. Entschuldigung, ich muss zur Motivation fragen. Hast du dir das freiwillig angeschaut und Geld dafür gezahlt oder wurdest du von deinem Lebensabschnittspartner oder sonst irgendwem gezwungen? Also ich bin glühender Star Wars-Fan. Okay. Also wenn man mich nach den besten Filmen fragt, dann sage ich immer, wir müssen mal die, und es wird jetzt jedes Jahr einer mehr, Star Wars, die ersten so und so müssen wir nicht aufzählen, weil das sind sämtliche Star Wars-Teile. Also nein, ich bin so tiefer Star Wars-Fan, dass ich eben auch so Begleitliteratur, Comics, Bücher und so weiter verschlingen. Also diese Welt als Weltbegriff und eben nicht mehr diese mittlerweile 8 Filme als 8 Filme. Und wenn man sagt, es ist relativ unfair, dann jetzt über Episode 7 zu reden und zu sagen, das ist aus den Belangen ein schlechter Film, weil
weil es ist einfach Teil einer Reihe und so. Aber wir müssen jetzt gar nicht anfangen. Es geht um Rogue One. Und das noch heißt zur Definition, ja? Das ist ja jetzt so eine Mischung aus Prequel und wie heißt das? Additional, also ja, genau. Eine Missing Story, die eigentlich also nichts zur Handlung beiträgt. Aber genau, deswegen hat es auch keine Episodennummer. Es heißt also A Star Wars Story, wurde angekündigt ursprünglich vor 2 Jahren als A Star Wars Anthology. Sollte also eine Reihe werden mit Filmen. Sie haben es dann auf A Star Wars Story umbenannt, weil sonst könnten wir wieder sagen, Anthology ist eine gemeinsame Reihe. Es geht also darum, Filmen dieses Franchise zu bringen, was nicht dieser kontinuierlichen Handlung folgt. Mhm. Und dieses Versprechen haben sie nicht eingelöst mit Rogue One, das kann ich gleich sagen, weil sie es sich relativ leicht gemacht haben. Ursprünglich sollte ja der erste von diesen Story-Filmen ein anderer werden. Das wird jetzt der Film in 2 Jahren sein. Mhm. Der junge Han Solo ist noch der Arbeitstitel, hat also noch keinen echten Namen. Und sie haben dieses Rogue One vorgezogen. Ich fasse mal kurz zusammen, worum geht's. Es ist der erste Absatz von der Crawl, die bei Episode 4, also beim originalen Star Wars Teil. Crawl ist diese gelbe Schrift. Genau, diese gelbe Schrift. Und da steht eben, mutige Rebellen haben es geschafft, die Pläne einer unmöglichen Waffe in die Finger zu bekommen. Und als Disney damals Lucasfilm aufgekauft hat, hat er so eine lustige Geschichte, warum das auch hier ganz gut dazu passt. Der ursprüngliche Programmierer von Adobe Photoshop, hat dann irgendwann zu Industrial Light & Magic gewechselt, was ja eine Tochter von Lucasfilm war, um dort in der Bildverarbeitung zu arbeiten, und ist dann immer mehr aufgestiegen, bis er irgendwann einen kreativen Job dort bekommen hat. Und er trifft also bei dieser Disney-Übernahme auf die Kathleen Kennedy, die Geschäftsführerin von Lucasfilm, seit es bei Disney ist, und erzählt ihr, es wäre doch ursuper, wenn wir einen Film draus machen aus diesem ersten Absatz, darauf werden die Fans warten. Und sie sagt, ja, nimm das in die Hand und da ist dein Budget. Also jetzt abgekürzt, aber diese Geschichte, hat er auch auf seinem Blog so ganz kurz eben dokumentiert. Also er ist also der Mastermind in dieser Story, obwohl auch nicht, weil das ist einfach... Das heißt, er hat sozusagen die Freiheit gehabt, im Star Wars-Universum sein komplett eigenes Ding zu machen. Genau, wie kommen die Rebellen jetzt an die Pläne von dem Todesstern? Und jetzt weiß man dadurch schon, okay, es ist eigentlich... Man weiß ein weiteres dazu, Prequel, es ist also die direkte Vorgeschichte zu Episode 4, und ohne zu viel zu spoilern, es ist wirklich die direkte Vorgeschichte. Also wir haben dann, das Ende von Rogue One ist sozusagen, wenn man schnell genug Disc wechseln kann oder das nächste File aufmachen, dann schaut man Episode 4 an und denkt sich, alles logisch, passt. Also es ist wie dann, als wäre aus diesen zwei Stunden-Filmen sozusagen ein 4-Stunden-Film. Mhm. Von der Story her. Von den Charakteren natürlich nicht. Also was sie dadurch jetzt eben diese Freiheit haben, durch dieses Star Wars Story neue Charaktere zu etablieren. Und das ist eigentlich der größte Schwachpunkt vom Film, wie ich finde. Sie nehmen sich sehr viel vor, sehr viele Charaktere zu etablieren, um eben dieses Star Wars Feeling von dieser Abenteuerreise aufzubauen. Und da ist aber zu wenig Zeit. Weil bei den Star Wars Reihen hat man immer 3 Filme lang Zeit, die Charaktere zu entwickeln. Und das ist diesmal alles in einem Film drinnen. Und dürfen wir ein bisschen ätzen, sie können die ja auch nicht wirklich wiederverwenden. Aber das scheint relativ logisch. Es gibt so einen Punkt eben, und da muss man jetzt nicht viel spoilern, weil ich glaube, das originale Star Wars, eine neue Hoffnung, kriegt der Steiner, glaube ich, jeder Mensch gesehen. Hast du auch nicht gesehen? So teilweise. Also offiziell kein Mensch. Okay. Gut. Und das könnte sein. Da gibt es diese berühmte Szene, die immer so für bis vor einigen Jahren so der Maßstab war für Spezialeffekte, wo diese Raumjägerstaffel auf den Todesstern zufliegt. Und dann funken sie so durch. Genau. Gold 1 bereit, Rot 1 bereit und so weiter. Und in Rogue One taucht plötzlich eine dritte Staffel auf, die blaue Staffel. Und wer Star Wars kennt, sagt dann, okay, wir wissen wohl, wer es nicht rausschafft aus diesem Film. Okay. Genau, also man kriegt da noch irgendwie logisch erklärt, warum, weil Episode 3 und Episode 4, da sind ja 20 Jahre dazwischen, und man denkt sich, wenn die 20 Jahre Zeit hatten, diese Rebellenallianz aufzubauen, warum ist das so eine mickrige Zusammenkunft eigentlich von 30, 40 Leuten? Und man kriegt dann durch den Film das auch ein bisschen alles, also man weiß ja, dass George Lucas zwar gut war, Welten zu kreieren, aber sicher nicht Geschichten. Das heißt, diese ganzen offenen Fragen, die einem da lässt, weil er sich selbst mit der Episode 1 bis 3 natürlich keinen Gefallen getan hat, weil er die so nacheinander entwickelt hat und eben nicht sich gedacht hat, wie passt es jetzt logisch. Du meinst das Episode 4 bis... Nein, ich meine Episode 1 bis 3. Die also die immer noch unverfilmt sind, oder? Nein. Die sind schon wieder verfilmt. Nein, das sind die Filme aus den 2000er Jahren. Ah, die sind 1 bis 3? Ja.
Okay. Ich krieg schon wieder. Und dann sind ihm 20 Jahre dazwischen. Dieser Film will so ein bisschen Logik reinbringen, warum sie es in den 20 Jahren nicht geschafft haben, das und das zu erreichen. Weil eben jetzt wollen wir nicht zu viel spoilern, es wird auf jeden Fall alles logisch. Was ich jetzt sagen kann, weil es klingt jetzt alles sehr negativ, wer Star Wars mag, wird diesen Film lieben. Es sind einfach 2 Stunden mehr Star Wars und das ist das, was der Film schaffen will, und das schafft er noch besser als Episode 7 letztes Jahr, weil er eben dadurch, dass er zeitlich ein paar Wochen vor Episode 4 vom originalsten aller Originale spielt, wirklich, also sie haben teilweise sogar unveröffentlichte Videoaufnahmen verwendet und reingeschnitten. Sie haben Kostüme wirklich detailgetreu nachgemacht, dass man sich denkt, warum schaut das so schlecht aus? Das schaut in den weitergehenden Star Wars Filmen alles viel besser aus, weil sie wirklich gesagt haben, okay, dieser Film spielt einfach zeitlich quasi gleichzeitig mit Episode 4. Das heißt, dieser Nostalgiefaktor oder dieses einfach stimmig in der Welt ist da. Manchmal übertreiben sie es auch, wenn sie Figuren auftauchen lassen, so Cameo-Auftritte. Aber es ist einfach 2 Stunden sehr unterhaltsam mit Star Wars Action. Was es aber nicht einhält, ist das, was sie so versprochen hatten, dass man es auch schauen kann, eben wenn man den restlichen Star Wars Geschichte nicht kennt. Und da ist dann jetzt das. Dann schaut man es eh nicht genau. Und da ist aber das, was man dazu sagen musste: der Film wurden einige Szenen nachgedreht im Sommer und er wurde komplett neu geschnitten. Weil er ursprünglich zu dunkel war, oder was? Weil er zu schmutzig. Dunkel war, zu viel sich um eine Frau gedreht hat und deswegen in Amerika schon alle protestiert haben: wir schauen diesen Film nicht. Weil es geht ja nur um eine Frau, wir sind Männer, Star Wars ist für Männer. Das heißt, wenn man sich diesen Teaser-Trailer anschaut aus dem August, der hat mit dem eigentlichen Film sehr wenig zu tun. Es sind auch Szenen in diesem Teaser, die eben im Film nicht vorkommen. Wenn man sich dann den Trailer anschaut, der dann im Herbst rauskam, der zeigt dann schon eben, wohin der Film dann wirklich zeigt. Und als echter Superfan hast du eine Ahnung, kann ich mir diesen irgendwann dann auf einer Bonus-DVD auch diesen Originalschnitt anschauen, der nicht in die Kinos kam? Ja, wahrscheinlich in 10, 20 Jahren oder so. 10, 20 Jahren, sagen, ja, jetzt. Habe keinen Grund einzuhören. Genau. Was kontrovers diskutiert wird, und jetzt wirklich Spoilerwarnung, ist das Auftauchen von bereits verstorbenen Schauspielern und Schauspielerinnen. Jaja Binks? Nein. Wie heißt der? Da ist ja einer dem Todesstern, so ein genau. General. Peter Cushing heißt er, der Schauspieler. Und was war da jetzt los? Der kommt ja auch schon in der Episode 4 vor. Genau, ne? Der kommt jetzt hier öfter vor, obwohl er in Wirklichkeit schon längst tot ist. Genau, richtig. Er wurde mit CGI, wurde sein Gesicht auf einen ähnlich wirkenden Schauspieler gesetzt. Mhm. Ja, aber deshalb schaut er so komisch aus. Ja, genau. Wäre es dir aufgefallen, wenn du gewusst hättest, dass er... Ich habe diese Info gehabt und ich habe gedacht, irgendwas ist seltsam an dem. Genau, was man jetzt dazu sagen muss, dieser Peter Cushing, wenn man sich das anschaut, das war ein berühmter Dracula-Schauspieler auch, er schaut so seltsam aus und er geht auch so hölzern, weil er, glaube ich, 1,95 Meter oder so groß war. Das heißt, er geht auch ein bisschen wie auf Stelzen. Ja, ja. Und wenn man das jetzt dieser CGI... diese CGI-Figur vorhält, dass sie so hölzern geht, dann haben sie es eigentlich gut nachgemacht. Also ich glaube nicht, dass man es erkennt, wenn man nicht was weiß, nicht dass weiß, der Schauspieler... Ja, schaut er nur ein bisschen. Genau, er schaut irgendwie seltsam aus, aber wenn man... Schwarze Uniform. Genau, richtig. Das andere, was ich dich fragen muss, Prinzessin Leia kommt ja vor, ganz am Schluss, und zwar, was du gesagt hast, da, was eigentlich schon da die ersten, die noch nicht veröffentlichten Sekunden von Episode 4 sind, ist das die originale Carrie Fisher, die jetzt auch gerade gestorben ist? Oder haben sie da einfach eine ähnlich wirkende Schauspielerin nachgedreht? Das ist weder bestätigt noch dementiert worden. Es ist nämlich so, die ist ja in diesen Anfangsszenen, sie trägt immer weiß und sie ist auf diesem weißen, hellbeleuchteten Raumschiff. Sie glänzt also auch in Episode 4 sehr im Gesicht, weil sie sehr überschminkt ist. Jetzt sagen viele, also sie tritt im Film Rogue One, glaube ich, für 10 Sekunden auf oder so mit dem Gesicht in die Kamera. Sagen viele, da sieht man ja total, dass sie CGI ist, weil sie so glattes Gesicht hat und so strahlt. Wenn man sich dann die Episode 4 anschaut, sieht man, sie schaut auch in Episode 4 so aus und da war es eindeutig nicht computergeneriert. Es ist, kann sehr wahrscheinlich Archivmaterial sein, nachdem sie es aber nicht bestätigen, kann ich mir gut vorstellen, dass es eine ähnlichartige Schauspielerin ist, wo sie dann das Gesicht... Weil sie tricksen ja auch lang, du siehst ja ganz lange eine Gestalt in diesem weißen Prinzessinkleid, du siehst nie das Gesicht und am Schluss siehst ganz kurz das Gesicht für die Fans. Genau. Für die Fans sind da glaube ich sogar eher
ablehnend dagegen. Mhm. Aber für die Geschichte einfach ist es das einzig Logische, was sie machen hätten können. Weil sie wirklich, der letzte Shot ist ja sozusagen der erste Shot dann von Episode 4. Das heißt, insofern, er reiht sich sehr gut ein. Und das ist das, was man ihm dann eigentlich als Star Wars-Fan vorwerfen kann, wenn man möchte. Sozusagen, es wurde uns versprochen, es wird eine eigenständige Story. Die war es nicht. Aber dafür... Es dockt halt an die große Story. Genau, jetzt aber gar nicht über die neuen Charaktere geredet. Es ist eine Hauptdarstellerin wieder und die Schauspielerin Felicity Jones, eine Britin, die macht das sehr gut, wie ich finde. Und deswegen ist es noch schade... Die Hauptdarstellerin. Genau. Ja. Dass man nicht den Originalschnitt zu sehen bekommt. Na, sie, aber ja. Genau. Ja, also sie macht wirklich einen hervorragenden Job und es ist dann fast schade, wenn es dann immer um einen anderen Charakter geht, dass sie eben dann auch den Männern Screentime geben. Und da eben dieser Vorwurf, es ist wieder ein Film, wo Star Wars zerstört wird, weil eine Frau mitspielt. Also es ist eine Frau in einem Team mit 6 weiteren Männern und am Ende wären es dann noch 20 Männer mehr. Das heißt, dieser frauenlastige Film... Ja, also der Frauenanteil ist eigentlich klein. Er ist eigentlich sehr klein. Ja. Genau. Also... Wer sich für Star Wars interessiert und ihn noch nicht gesehen hat, soll ihn sich auf jeden Fall anschauen, weil sie ihn wirklich gut in dieses Universum stimmig eingliedern. Wer sagt, Star Wars habe ich mal gesehen, als er im Fernsehen lief und ich weiß auch gar nicht, ob ich es bis zum Ende durchgehalten habe, dann zahlt sich der Film nicht aus, weil man fragt sich dann immer, was hat das zu bedeuten, was hat das? Weil die Story an sich ist sehr klischeebehaftet, natürlich auch mit dem Showdown am Ende. Insofern ist es also ein zweigespaltener Film, würde ich aber sagen, so wie jeder Star Wars Film seit Episode 1 1999 zu sagen. Wenn man sagt, ich mag wissen mehr über dieses Universum, neue Geschichte, dann schaue ich es mir an. Wenn ich sage, die Originalfilme aus den 70er, 80er sind ein Heiligtum, das soll man nicht anfassen, dann würde ich den Film auch nicht anschauen. Ja, dann schaut man sich sowieso an, weil man Star Wars Film ist. Genau. Ja. Ich kann anschließen als jemand, der sich nur mäßig für Star Wars interessiert, das schon gesehen hat, die ganz jüngsten habe ich auslassen, dann kann man sich schon anschauen, weil es ist ein netter Star Wars Film, sehr nostalgisch an die alten und für heutige Zeit schon ein paar mutige Entscheidungen drinnen, also eben das Ende hat eigentlich sehr, als Kino eher sehr befriedigend, weil es einmal... Ja genau, weil es ist einfach mal ja. Und ja, warum nicht? Man kriegt eine schöne Weltraumknallerei mit halt den ganzen typischen Sachen, wie das Laserstrahlen im Weltraum ein Geräusch machen und alle diese physikalischen. Oder dass sie natürlich mit Raumjägern dann auf einen Planeten raufen und dort auf einzelne Soldaten schießen. Alle diese Unmöglichkeiten, die man dann die Star Wars liebt. Und genau. Spezieller Bonus wäre den Return of the Jedi, also die Rache des Empires. Die Empire Strikes Back. Ja. Wer das gesehen hat, wo diese Battle of Hoth-Szene ist, mit diesen unmöglich physikalisch absolut unsinnigen Walkers, diese Artis, kommt man auch vor. Also man kriegt seine Action-Ballerei geboten. Genau, richtig. Also super, um im Kino zu schauen und unterhalten zu werden. An welcher Reihenfolge sollen wir es jetzt anschauen? Wenn es ganz von vorn beginnst jetzt, dann würde ich eigentlich mit dem Rogue One anfangen und dann New Hope. Ja, das ist die Frage. Es wird halt viel nicht erklärt, aber ich glaube, man kann das gut machen. Jetzt Rogue One sich im Kino anschauen und dann am gängigen Streaming-Portal sich die originalen Teile anschauen, 4, 5 und 6. Also das macht, glaube ich, auch viel Sinn und auch viel Spaß, wenn man sagt, ich möchte mal diese Teile 4 bis 6, eben diese Kultfilme, wenn ich sie noch nicht gesehen habe. Was ist mit 1 bis 3? Die kann man sich dann anschauen, wenn man sagt, ich finde das Universum interessant. Okay. Wenn man sagt, ich finde es filmerisch toll und es sind Meilensteine des Filmschaffens, dann besser Episode 1 bis 3 auslassen und gleich mit Episode 7 weitermachen. Als jemand, der sich für Star Wars interessiert, ich kann es doch weglassen. Ja, na danke. Ja, super. Ich habe einen Film, der heißt Bauer Unser, da geht es um österreichische Landwirtschaft. Ich verrate es nur so viel, dass ich den sehr empfehlen kann. Man hat nachher nicht unbedingt Appetit auf Fleisch essen, aber das ist nicht, weil der Film das irgendwie die Urpropaganda macht, sondern weil einfach die Situation der Landwirtschaft in Österreich sehr, sehr gut erklärt, gut gemacht. Und ich versuche aber, ich habe nämlich mit Harry und der Melanie angeschaut, ich versuche die beiden in einen der nächsten Podcasts zu kriegen. Ja. Vielleicht dann ist es interessanter, wenn wir den rezensieren. Wenn du das in Gruppe machst, das ist nett.
Hat wer von euch noch einen Film? Oder? Nein, ich würde dich gerne von den Lederhosen-Zombies erzählen, weil ich habe das gelesen im Kino und habe gedacht, so ein Scheiß, warum will man sich das anschauen? Und dann saß neben mir mein Kinoexperte und er sagt, das ist der österreichische Film, den du gesehen haben willst. Wird das Österreich-Bild im Ausland auf Generationen hinaus prägen, ja? Okay, erzähl mal. So wie Sound of Music. Genau. Oh Gott. Der Film hat eine sehr schöne Vorgeschichte und die erklärt auch, warum ich den Film jetzt sehr mag. Mhm. Das ist total, ich bin einfach käuflich und ich habe vorgehabt, aus Python User Group Weihnachts Treffen zu gehen. Also es war irgendwie 23. Dezember oder so. Und da führte mein Weg mich am Votivkino vorbei und oben stand groß Premiere Lederhosen-Zombies, aber es war so irgendwie nicht in der offiziellen Ankündigung von dem Kinoprogramm, sondern nur oben drauf. Ich dachte, da musst du jetzt reingehen und fragen, ob das jetzt heute spielt oder nicht, weil da gehe ich da hin und frage, kann ich eine Karte für Lederhosen-Zombies kriegen? Und dann sagt er an der Kasse, nein, da müssen Sie den Herrn da fragen. Und vor der Kasse stand aufgebaut so ein kleines Tischchen mit so ein paar herumlümmelnden Leuten und die haben dann ihren eigenen Kartenvertrieb gehabt, weil das eben eine Premiere oder Second Premiere oder geschlossene, also bitte einen Kinoexperten fragen, wie das genau heißt. Da habe ich die gefragt, hallo, kann ich bitte eine Karte haben für Lederhosen-Zombies? Und die haben gesagt, was ist der Name? Und dann habe ich halt meinen Namen gesagt, haben gesagt, du stehst nicht auf der Liste drauf. Habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt gerade vorbeikommen. Und dann waren sie sehr nett, haben sie gesagt, ja, also ich soll einfach eine Viertelstunde vor Beginn noch einmal kommen. Und wenn sie dann was frei haben, geht das. Und ich habe so eine Stunde Zeit gehabt und habe gedacht, ich gehe am Christkindlmarkt und schaue nachher nochmal zurück. Also gehe nochmal zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, habt noch eine Karte frei und was kostet das? Haben sie gesagt, ja, hier ist die Karte. Und habe gesagt, ja, was kostet sie? Na, das kostet nichts. Habe ich so gefragt, kann ich was spenden für den Film? Nein, kannst du auch nicht. Aber es gibt nachher Freibier und dadurch war ich schon sehr, sehr gekauft. Ja. Aber so einen schönen Film, wo ich mir unsicher gewesen wäre, ob er mein Geld wert gewesen wäre, habe ich mit Freibier gratis gekriegt. Das ist mir auch klar, warum du hier in Lederhose sitzt. Ja, das ist gar nicht wahr. Ja. Und worum geht's? Also wer den Film, das Plakat sieht, weiß, das ist einfach ein Splatterfilm, wo darum recht kranker Teenager-Humor ausgelebt wird, wie man Zombies auf möglichst viele verschiedene Arten mit Motorsägen und Pistenraupen etc. in ihre spritzenden Gedärmteile zerlegt und da diverse Gags rausmacht. Wenn man Fan ist von From Dusk Till Dawn, von Quentin Quarantino, also wenn man auf diesen Humor steht, das ist ja auch so eine Szene, wo so glaube ich Zombies dann attackiert werden, in die Richtung, aber halt das ist jetzt das Lustige dran, das Ganze in Österreich gedreht und nicht nur so eine Art Parodie auf Zombie-Splatter-Filme, sondern auch noch auf Snowboarder-Filme, also es vermischt diese Genres und nimmt keins von diesem Genre ernst, man darf das einfach nicht ernst nehmen, sonst ist man eh schon im falschen Film von vornherein und wenn man mit der Voraussetzung reingeht, kann man sich sehr gut amüsieren, weil das hat durchaus seine lustigen Stellen. Das ist lustig zu merken, wo es halt mit dem Budget jetzt nicht an Hollywood-Maßstäbe hinhaut. Also sie haben sehr viel mit so Puppeteers, also mit so, wie nennt man das, so Trick, also so Rehe, es sollten so Rehe gezeigt werden, die dann so voll verzombien, weil sie da so giftiges Schneekanonenwasser trinken. Und da haben sie halt mit relativ billigen Tricks gearbeitet, aber trotzdem das Beste rausgeholt. Also man muss da auch Respekt zollen der Leistung. Und sonst, zum Teil sehr, es ist halt nicht mehr mein Humor, aber ich bin 46, also vor 10 Jahren hätte mir das noch viel mehr Spaß gemacht. Und so. War lustig, man hat das große Bedürfnis, vorher eingeraucht zu sein, dann kommt es wahrscheinlich noch besser oder zumindest stark alkoholisiert. Aber ja, wer Splitterfilme mag und wer sich gerne über Zombies-Filme und Snowboarder-Filme lustig macht, ist da ganz gut aufgehoben. So viel zu meinem Fazit. Das ist das Richtige für mich. Absolut, Dennis. Lederhosen-Zombies. Lederhosen-Zombies, ja. Handlung kann, ist so haarsträubend, dass ich sie jetzt auslasse. Nur eine Szene hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es explodiert aus nicht sehr wirklich nachvollziehbaren Gründen eine Skihütte, die dann nachher seltsamerweise wieder ziemlich intakt eine Rolle spielt, aber eh wurscht. Ja? Und das ist wirklich wunderschön. Es ist dann nämlich nicht in Großaufnahme die Explosion von ganz nah, sondern der Film tut ja, glaube ich, für mindestens 4 verschiedene Regionen, unter anderem Südtirol Tourismus, Werbung machen. Der Film, also die explodierende Skihütte, ist gefilmt vom nächsten Berg gegenüber, also so quer übers Tal drüber geschossen. Das heißt, man sieht bei Nacht
einen schneeweißen Hang von einem Skigebiet mit sehr schwach erkennbaren Skihütten und eine explodiert dann in einem Feuerball in romantischer Abendstimmung. Und jetzt kommt's, dann hört man nichts, weil dann dauert's, bis der Sound der Explosion bei der Kamera ist. Und das habe ich sehr, sehr romantisch gefunden. Das war echt im Gegensatz zu Laserstrahlen im Weltraum, die Piu-Piu machen, im luftleeren Raum. Ja, das wer kleine Einflüge von Realismus in einem Zombie-Splatter-Film schätzt, wird er reich belohnt durch diese eine Szene. Und wer tut das nicht? Genau, wer tut das nicht? Und sonst das ist jetzt natürlich ein Argument hinzu. Ja, also für mich hast du schon die Argumente genannt. Ja. Zombies. Zombies auf Skiorten, ja, schöne Berglandschaften. Tanzszene kommt sogar vor. Sehr nett. Also, mit einem Rasenmäher zufällig? So viel will ich jetzt nicht verraten, aber es, der Film nimmt halt nicht einmal dieses Splatter-Szene, Splatter-Genre, das man eh nicht ernst nehmen kann. Auch das nimmt er nicht ernst. Also, oh, herrlich. Sehr meta. Ich glaube, ich will den Film sehen. Ja, ja. Und hat sonst, glaube ich, himmelschreiend schlechte Kritiken gekriegt, was ich bis jetzt mitgekriegt habe. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich habe die Leute sympathisch gefunden. Es war dann auch der Regisseur da und die Hälfte vom Publikum waren Zombies. Also und Freibier. Ja, und Freibier und waren Darsteller irgendwie und haben sich dann auch alle selber über den grünen Klee gelobt. Und ja, und ja. Ah, ja. War mir ein Freibier wert, ja. Na, ich würde sogar auch die normale Eintrittskarte zahlen. Also, wenn man man geht ja nicht in einen Zombie-Splatter-Film, um jetzt da, was weiß ich, da sehr tiefsinnige Dialoge zu hören. Und das, oder, ja. Nicht? Nein. Ja. Nicht verstehen. Du gehst dahin, ja. So. Wenn du auf den Humor in Pulp Fiction stehst, dann bist du richtig aufgekommen. Habe ich das... Ja, also... Wie weißt du jetzt, worum es geht? Ich glaube, er wird mir keine Kinokarte wert sein. Oh je, nein. Ich wurde nämlich extra aufgefordert vom Regisseur. strategisch, ja, kurz nachdem oder bevor er gesagt hat, dass es an der Bar Freibier gibt, dass wir bitte Werbung machen sollen für den Film und dass unseren Freunden und Kollegen sagen und bitte, bitte, das alle in Aber plant schon den zweiten durch. Teil, das können wir jetzt... Ja, das kann ich schon verraten, ja. Der zweite Teil, da wurde auch gefragt, das ist wieder ein Zombie, ein Splatter-Orgie. Und zwar diesmal schnetzeln sie sich durch eine österreichische Naturreise. Ich werde es mir anschauen. Ich bin jetzt Blätterfilm-Fan. Entschuldigung, nur Blätterfilm-Fan von Österreich. Du stehst jetzt sicher auch auf der Gästeliste bei der nächsten Premiere. Nein, ich werde einfach so hingehen. Ich krieg's ja fast. Du bist ja dort bekannt. Ich bin ja dort bekannt. Ich bin jetzt bald. Ich muss auch sagen, ich habe das getweetet und dann haben die das gleich retweetet. Und sich urgefreut. Was glaubt, wie jetzt die Biertaucher-Podcast-Zahlen in die Höhe schießen werden, wenn ich das dann tweete, dass hier die erste Podcast-Review von Lederhosen-Zombies oder englischer Arbeitstitel Alpin-Zombies ist. Noch was, der Film ist super international, also die reden da nicht Deutsch, sondern besser sogar Englisch und so. Also wurde auch auf Englisch gedreht. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast geht langsam in einen Splatter-Podcast über. Ach, werden wir uns jetzt dann sagen, wir sollten einen gründen. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, zur Gaudi-Steigerung, dass der Dennis gerade einen Kebab verzehrt hat zum Thema Splatter. Oh. Das ist ja auch geschnittenes Fleisch, ne? Ja, genau, eigentlich so ein Zombie am Spieß, das wäre mal lustig. So. Achso, gibt's schon? Genau solche, dieser Humor ist schon. In dem Film. Also, wie heißt er nochmal? Jetzt habe ich vergessen, wie der Titel heißt. Cannibal Holocaust, da kommt so eine Szene vor. Ein interessanter Film. Aber mit wenig Splatter-Effekten, ja. Um das abzuschließen, ich rufe hiermit alle Leute mit derartigem Humor auf, sich diesen Film anzuschauen. Also ich bedanke mich für die Werbung, weil für mich ist das mal wirklich positive Meldung, positive Werbung. Sowas würde ich mir auf YouTube wünschen. Die ganze nervige Werbung, jetzt diese Creme, die Bibi's Beauty Palace dann bewirbt, dann auch noch als... Du möchtest so viel mit, die du dir überlegst anzuschauen, Chat. Ja, also so richtig schön Bibi's Beauty Palace mit roter Farbe, wie man sich so richtig schön schminkt, versehentlich vielleicht... Also ich meine jetzt Blätter-Film-Werbung, das wäre mal toll. Mhm. Das würde ich mir auch bis zum Ende anschauen und nicht genervt weiterklicken. Tja. In dem Sinn kann ich den Abspann vom Film Super 8 von J.J. Abrams empfehlen.
Vielleicht nur der Abspann. Super 8 war der von J.J. Abrams. Der lief ja jetzt erst dieser Tage im Fernsehen. Ja, weiß ich nicht. Aber Spielberg. Spielberg hat den produziert, J.J. Abrams Regie geführt. Und es geht um eine Gruppe von Kindern, die einen Splatterfilm drehen. Und was sie dann passieren, was dann ihnen passiert, ist sehr hanebüchen. Aber man sieht diesen Film, den sie produzieren, dann im Abspann. Und der ist großartig. Also vielleicht findet man den auch auf YouTube. Ich habe den leider Super nicht 8 Credits oder so eingeben. Das ich habe noch einen viel schrägeren Film, aber vielleicht mag jemand von euch reden. Nein, wir sind gerade in der richtigen Stimmung. Bitte? Wirklich? Drei Leute tun mich nicht unterbrechen? Wahnsinn. Ich will es ja ohne Gewehr. Okay. Ja, ich war nämlich auf dem Kongress und dort wurde ich von Johannes Grenzfortner persönlich erinnert daran, dass er Tracer Root zeigt. Das habe ich mir auch. Habe ich zwar vorher gewusst und mir auch vorgenommen hinzugehen, aber die vielen blinkenden Lichter haben mich dann so verwirrt gehabt, dass ich das sofort wieder vergessen habe. Und dann bin ich aber hingegangen, es war schon relativ spät, 10 Uhr glaube ich, und dann wurde sein noch nicht im Kino gezeigter Film, wurde auf einigen Premieren schon gezeigter Film Tracer Root gezeigt, und das ist ein Road-Movie von und mit Johannes Grenzfortner, Künstler von Monochrom, Künstlerkonflikt. Der macht zum Beispiel die Roboxotica. Und das ist ein, der ist Jahrgang 75, ist auch ein sehr großer Nerd. Der Film fängt gleich an mit seiner Nerdjugend, wo er halt seinen kleinen so Archivmaterial zeigt von seinen Filmen, die er damals gedreht hat als 10-Jähriger, und Familienfotos, und wo er halt sagt, er ist schon als Nerd aufgewachsen und hat seine Science-Fiction-Bücher verschlungen und so. Also das stimmt einmal ein. Und er macht dann eigentlich eine sehr sympathische Autoreise von Coast to Coast quer durch die USA, wo er einfach wichtige Leute für sein Nerdleben besucht und interviewt. Also entweder ärgere Übergeeks oder Leute, die irgendwas geschrieben haben einmal, oder Science-Fiction-Autoren oder so. Und das ist sehr, für mich sehr unterhaltsam. Man muss aber Nerd sein, um das zu mögen. Ja. Wann wird man den wie sehen können? Ja, das ist interessant. Er hat den Film selber produziert mit $10,000, die er sich selber, also von seinem eigenen Geld und Freunden, also keinerlei Filmförderung. Und er hat gesagt, sein Impuls war, das nachher sofort ins Netz zu stellen, aber dann dürfte er ihn nicht mehr auf Filmfestivals zeigen, weil die wollen, dass das sozusagen vorher maximal auf einem anderen Festival gezeigt worden ist. Und deshalb gibt es jetzt eben nur so Vorpremieren wie auf dem Kongress, oder einmal war es, glaube ich, in einem Wiener im Top-Kino genau eine einzige Vorstellung. Und er versucht jetzt halt natürlich schon, ob er den vielleicht verkaufen kann über solche Filmfestivals, dass er dort einen Vertrieb findet. Und sonst hat er lustige Dinge erzählt, aber ich bin da zu wenig Film-Nerd. Also wäre interessant, wenn wir einen Harry da hätten. Er hat zum Beispiel gesagt, dass der Film ist relativ lang, ich glaube 2 Stunden oder sogar ein bisschen länger. Und er hat gesagt, er möchte ihn ans Fernsehen verkaufen und ist da auch im Gespräch. Und die werden das aber kürzen wollen, weil 2 Stunden fürs Fernsehen zu lang ist. Und das schneidet jetzt seine künstlerische Freiheit. Obwohl ich als Zuschauer sagen muss, es war wirklich lang. Also, aber war auch gut, also ist jetzt nicht so, dass es schlecht war. Und da hat er gesagt, den Film hat er gleich auf Englisch gedreht, er redet auch die ganze Zeit auf Englisch. Und mit seinem eigenen Geld. Und wenn er es jetzt ans Fernsehen verkauft, würde er Geld dafür kriegen, dass er seine eigene Stimme, also auch der Narrator im Film, auf Deutsch nachsynchronisiert. Also da, so, für so Sachen gibt es dann wieder Geld. Also fürs Filme machen selber hat er kein Geld gekriegt, aber um seine eigene Stimme auf Deutsch zu übersetzen, würde er eins kriegen. Und so Sachen. Ja. Und sonst einfach ein Film, der das Nerdtum lebt und sehr interessante Persönlichkeiten zeigt und kurze Gespräche mit denen. Meine Lieblingsepisode ist nicht im Film, sondern das hat er nur erzählt. Er hat Mitch Altman, der auch am Kongress war, interviewt. Der hat übrigens auch einen Talk, diesen Community Talk am 33C3 gehalten. Bitte anschauen. Und den hat er auch interviewt. Und da ist es ihm passiert, dass sowohl die Soundspur als auch die Filmspur von der SD-Karte kaputt gegangen sind. Das Lustige daran ist, dass Mitch Altman macht diese TV Beacon, das ist eine Universalfernsteuerung, mit der man öffentliche Fernseher ausschalten kann, davon lebt er. Also möglicherweise hat Mitch Altman so ein Technikzerstörungsfeld um sich, das eben auch Aufnahmegeräte kaputt macht. Und beim anderen, eine andere sehr interessante Frau, die er interviewt hat, da ist ihm die Tonspur geblieben, aber die Videospur kaputt gegangen, und da haben sie das dann mit einer Puppe nachgestellt. Also man sieht dann so eine Handpuppe, die Bewegungen macht zur Originalstimme. Also, ja. Aber sehr, ich finde ihn sehr, sehr empfehlenswert. Sollte in jedem Hackerspace laufen, in der Schleife. Tracer Root, demnächst irgendwo.
Alles fertig. Ich, ja. Dennis, das ist noch ein Techie-Thema. Ja, gehabt. Hatte ich, genau. Das ist weniger interessant, hast du gesagt. Ja, wenig, kommt drauf an, für manche wahrscheinlich auch. Ich disse dich jetzt nicht mehr, weil es ist eh schon am Ende vom Podcast. Schlafen schon alle. Genau. Schlaf, Kind. Eigentlich passt das Thema ziemlich gut. Das hat etwas nämlich mit Ruhe zu tun. Ruhe. Ja, und zwar, wenn man im Flieger sitzt, die Motoren, die hört man, also die Triebwerke, ja. Das ist ja ziemlich laut. Und ein Bekannter von mir hat sich Kopfhörer gewünscht zu Weihnachten und meine Freundin und ich waren halt auf der Suche nach Kopfhörern. Und ja, ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich fand nur eines blöd, und zwar Funkkopfhörer. Ich will immer welche mit Kabel haben. Ich habe super Kopfhörer. Mhm. Aber dann habe ich halt mal Noise Cancelling ausprobiert. Als erstes die Bose Kopfhörer. Die gibt es mit und ohne Kabel. Und ich habe mir dann die Bose tatsächlich gekauft im Endeffekt, nachdem ich auch andere Noise-Canceling-Kopfhörer mir angehört habe. Aber ich kann es halt nur von denen jetzt berichten, im Laden waren die am brauchbarsten irgendwie. Und ich habe es im Flugzeug mir angehört. Es ist unglaublich, wie viel das ausmacht. Dieses Noise-Canceling ist nicht irgendwie, dass jetzt einfach nur abgeschirmt wird und man durch eben, ja, Isolierung oder sowas wird die Lautstärke gesenkt, sondern da wird aktiv eben entgegengesteuert gegen die Lautstärke. Damit ich das richtig kapiere. Der hat ein Mikrofon und nimmt auf, was für ein Lärm ist, ja. Und macht dann Counterlärm in dein Ohr. Richtig, genau. Damit du die Illusion hast, dass kein Lärm ist. Ja, genau. Mein Ohr ist wirklich keiner dran. Ja, es ist also ziemlich wenige, also verdammt viel weniger ist das. Aber du hörst schon noch ein bisschen was. Man hört noch ein bisschen, ja. Aber wesentlich abgeschwächter. Das Interessante ist auch, dass zum Beispiel Stimmen ausgeschlossen sind von dem Noise Cancelling. Es ist kein Voice, sondern Noise Cancelling. Und jetzt die Frage, ich kann nicht anders. Wenn mein Zimmerkollege schnarcht. Das könnte funktionieren. Oder ist es dann Voice und ich höre es voll in meine Stimme? Ich kann jetzt nicht direkt sagen, ob es wirklich funktioniert, ja, aber es könnte durchaus funktionieren. Oder ist das ein kleiner Schieber, ich will total Cancelling? Das gibt's nicht, nein. Die machen nur Noise Cancelling und alles andere, was in der Umgebung ist, an normalen Geräuschen, wird versucht, eins zu eins noch weiterhin ans Ohr ranzulassen. Cool. Ja, das ist jetzt die eine Sache, dass das leiser ist. Der wirklich praktische Nebeneffekt ist, die Musik muss ich nicht aufdrehen, um den Lärm zu übertönen. Sondern du tust den Lärm runterdrehen. Sondern ich, ich kann den Lärm runterdrehen. Cool. Und du kannst leise Musik hören. Richtig. Wow. Und das im Flugzeug. Ah. Das ist also schon eine feine Sache. Ja. Ich habe dann auch versucht, die Leute zu hören. Also ich höre sowieso schlecht Stimmen. Es war etwas schlechter, aber zum Beispiel die Durchsagen hört man 1A durch, selbst mit Musik. Ja, es ist also eine ganz feine Sache. Jetzt ist es aber auch möglich, dieses Noise Cancelling einzuschalten und währenddessen keine Musik abzuspielen. Und da muss ich sagen, dass das nicht so wirklich gut ist. Das ist ein Umgebungsgeräuschdämpfungsding. Ja. Dann ist wirklich, du hörst keine Musik, sondern der macht nur Noise Cancelling und die Musik wird nicht abgespielt. Und in diesem Fall muss ich sagen, dass es nicht so super duper doll ist. Zwar ist alles wesentlich leiser, aber trotzdem genauso nervig, wie wenn es laut ist. Es ist etwas angenehmer, aber ich finde es immer noch den Lärm nervig. Ich brauche dazu dann weiterhin Musik. Aber technisch wäre das schon möglich, eine Total Cancelling. Sehr, sehr schwer, weil das ist halt ja mit den Wellenausbreitungen und so weiter, das ist nicht so ganz einfach. Da komme ich gleich auch noch ganz kurz drauf zu. Nur Noise Cancelling geht nicht, aber wenigstens angenehme Musik dazuhören in leisen, angenehmer Lautstärke. Ja, und was ist die genaue Type von dem Bose Kopfhörer, damit ich sie auf Amazon verlinken kann und viele draufklicken? ich habe keine Ahnung. Quiet Comfort. Ja, genau, Quiet Comfort 35, glaube ich, heißen die, stimmt. Die 35 sind, glaube ich, die mit Bluetooth. Richtig, ja. Die 25 habe ich mir auch angehört. Die 35er haben den Vorteil, dass man trotzdem, dass man Bluetooth hat, aber man trotzdem das Kabel noch anstecken kann. Und welchen hast du jetzt? Oder? Ich habe die 35er mit Bluetooth, weil man da halt, die waren gerade im Angebot. Und da ich diese Empfehlung ja nicht ausspreche, würdest du das schon empfehlen für Kopfhörer-Nerds? Ja, jetzt kommen viele Relativierungen. Vom Klang her sind die nicht so gut wie meine alten AKGs für wesentlich weniger Geld.
Also ich habe AKGs. Die haben aber kein Noise Cancelling. Die haben kein Noise Cancelling, sind auch halb offen. Im Flugzeug kann ich die niemals verwenden, weil die viel leiser sind. Ich höre die Musik gar nicht. So, also die sind viel, viel leiser an sich. Die können gar nicht diese Lautstärke von den Bose erreichen. Ich weiß gar nicht, ob die Bose so laut ging, dass ich sie übertönen könnte. Aber ja, also für Audio-Enthusiasten keine Empfehlung. Für Leute, die viel fliegen oder sowas, ist Noise Cancelling eine feine Sache. Mhm. Also in der Hinsicht, es gibt auch noch andere Marken, Plantronics, ja. Die haben welche. Da habe ich es mir ganz kurz eingehört. Meine Freundin ist irgendwie klingt es so komisch. Haben die Noise Cancelling? Dann habe ich ihr gesagt, ja, die haben Noise Cancelling, weil es ihr später aufgefallen ist. Die sind nicht ganz so gut. Und was wir gar nicht ausprobiert haben, sind Sennheiser Momentum. Die kosten allerdings nochmal ein Hunderter mehr. Die haben wir noch nicht ausprobiert. Da habe ich gar nicht gewusst, dass sie Noise Cancelling haben. Wir haben nur die mit Noise Cancelling ausprobiert. Ja, also. Ich kann nicht anders. Ich fahre oft Straßenbahn und mag nicht hören, was der nächste Fahrgast in sein Handy... Nein, es gibt nicht Selective Voice Cancelling, dass ich alles andere höre, außer diesen. Also ich würde das auch so in einer großen... Ja, den Witz so. Haben wir schon so aufgerissen. Voice Cancelling. Ich hätte auch gern so einen kleinen Beamer drauf, der dann auf dessen Stirn projiziert, wird ausgeblendet, wird Voice Cancelled mit dieser Technik. Das wäre wirklich schön. Ja, also es gibt, dann müsste ich eher zu empfehlen, geschlossene Kopfhörer zu nehmen. Mhm. Die dämpfen ganz schön schon. Mhm. Aber halt alles. Dort dann Heavy Metal hören. Ja, da hören auch deine Nachbarn nichts von. Ah. Weil halb offen bedeutet, dass du so halb was mitbekommst. Ganz offen bedeutet, das komplette Austausch. Und geschlossen die Muscheln die Muscheln gibt es in allen drei Varianten. Ach schon, ja. Es sind auch nur die Muscheln, die alle drei Varianten gibt. Also ja, ich habe... Ja, andere Alternative wäre so In-Ear-Monitors und nicht so dieses typische runde Ding, was man sich dann reinsteckt in den Ohrkanal, sondern eben anpassen lassen beim Hörgerätehersteller. Ja. Also da gibt es von Biodynamics zum Beispiel eine Reihe, wo sie mit verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten und dann kriegst du so einen Gutschein mit zu den Kopfhörern und mit dem gehst du dann in Wien zu 1 von 40, wie heißt denn das, nicht der Optiker, sondern der Akustiker, danke, der ist aber immer beim Optiker drinnen in der Regel und die machen dann einen Abdruck von deinem Ohr, die gießen dir irgendwas rein und das ist dann wirklich passgenau und dann solltest du auch nichts mehr hören, aber dann halt wirklich nichts mehr, ja. außer dem, was du abspielst. Mir fällt aber gerade ein, dass es hier in Wien sogar ein Unternehmen, die sich für Musiker Geräte produzieren, die rein passiv sind, das heißt also keine Elektronik oder sowas enthalten, aber bestimmte Frequenzen nur rausfiltern sollen, sodass die Musiker nicht so stark belastet werden beim Musizieren. Das ist sogar ein Wiener Unternehmen. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, müsste ich nachschauen. Ja. Aber was ich noch erzählen wollte, kurz, ist, ich habe ja vor ein paar Wochen mal gefehlt an einem Dienstag, da war ich bei einem Vortrag und da wurde auch über Noise Cancelling am Arbeitsplatz geredet. Ah. Das ist nämlich auch ein Thema, hier in Wien unter anderem, weil es gibt an der Uni Wien ja das Musikwissenschaftliche Institut und die hat sich einer auch mit beschäftigt. Und es gibt dazu leider nichts Schriftliches oder sowas, was ich jetzt rausgeben könnte, was wir verlinken könnten, nur was ich halt schon erfahren habe. Also es gibt ja zum einen eben diese Kopfhörer, das ist derzeit total in Mode in bestimmten Unternehmen, aber rein theoretisch könnte man auch die Räume so bauen, dass dieser Lärm überhaupt nicht mehr so schlimm ist. Zum Beispiel so Pflanzen zu dämpfen. Also einfach nur durch normale Maßnahmen. Ja, also es sind wirklich einfache Maßnahmen, die Tische richtig hinstellen und so weiter. Da kann man wunderbar schon Noise Cancelling betreiben und zum Beispiel Besprechungsräume an andere Orte legen, als in die Büros. Also Fazit, Noise kann durch technische Maßnahmen reduziert werden. Durch technische Maßnahmen, aber auch durch einfache organisatorische Maßnahmen. Und ja, also ich finde, Noise am Arbeitsplatz, also Lärm am Arbeitsplatz, ist wirklich allgemein ein großes Problem. Und ich finde, dass da zu wenig getan wird. Also das ist etwas, was ich jetzt wirklich hier sagen möchte, tut etwas gegen Lärm am Arbeitsplatz. Informiert euch einfach mal, was es so gibt in der Stadt. Ja, also...
Ich habe halt sehr mal programmiert mit Gehörschutz, das war gar nicht so schlecht. Ja. Also Telefonat und so weiter kriegst du sozusagen raus, wenn jemand daneben telefoniert, das hörst du einfach nicht mehr. Was man schon noch hört, ist, wenn man angesprochen wird, interessanterweise, wenn man doch so auf einen eigenen Namen triggert. Ja. Gibt es denn den Party-Effekt oder so heißt das? Oder eigenen Namen, den das, das funktioniert wieder. Signal Detection. Ja. Gregor, ich möchte dich was fragen, das Thema lässt mich nicht los. Ja. Das Szenario ist folgendes. Ja. Ich bin A, asozial, ja, und B, fahre trotzdem öffentlich Verkehrsmittel und lese dort trotzdem oder spiele auf meinem Handy, ja, und muss mir anhören, den himmelschreienden Unsinn, den andere lästig in ihr Telefon quaken. Ja. Und es stört mich nicht, wenn zwei Leute miteinander reden, ja, oder es stört mich weniger, aber es stört mich, wenn eine einzige Person in ihr Telefon redet, ja, und so eine Phantomunterhaltung führt. Und das, was ich mache, weil es steigert so langsam den Grand. Ja. Zuerst denke ich, es hört wahrscheinlich eh bald auf. Und jemand, der Anstand hat, macht es in zwei Minuten, sagt, ich kann nicht, ich bin in der Straßenbahn, ich rufe dich nachher zurück. Aber nein, da werden von Kochrezepten über, warum du jetzt nicht saus bist und habt ihr das gestern schon gesagt und weißt, was der Kali gesagt hat. Das wird dann immer länger, ja, und ich, mein Groll steigt und steigt und steigt. Ja. Und bis jetzt fällt mir nichts anderes ein, als dass ich dann mein Handy rausnehme, ja, so einmal in die Luft zeige, um zu zeigen, dass es ausgeschaltet ist und dann ganz laut reinschreie, ich kann dich nicht verstehen, die depperte Frau da drüben spricht so laut wie der Telefon. Ja. Na, sag's nochmal. Ja. So einfach versucht dann halt so eine Art Improv zu machen. Aber ich weiß, es kommt A, aggressiv rüber und B, die telefonieren, hören mir eh nicht zu. Also die checken es auch nicht, das verarscht werden. Das zweite Ding, was ich habe, ist, dass ich den Leuten auf die Schulter klopfe und sage, Entschuldigung, lese ich eh nicht zu laut Zeitung, ich möchte sie nicht beim Telefonieren stören. Habe ich auch schon mehrmals gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert, weil die sind sehr ironiebefreit. Ja. Und habe dann nur so, die haben mich angeschaut, ich bin jetzt ein Terrorist und so, ja. Und ab und zu gehe ich auch ganz höflich hin und sage, könnten Sie das vielleicht beenden oder anderes Mal machen, das mal meistens in Zug reisen, wenn ich weiß, ich muss mit dem jetzt mehrere hundert Kilometer lang gut auskommen. Aber gibt's nicht, du als Theatermensch, gibt's da nicht ein sehr kleines, elegantes Zwei-Minuten-Stück, was man aufführen kann, dass der ganze Waggon lacht und der möglichst woanders... Nee, ich würde eher vorschlagen, sich da einzubringen, also... Also immer laut, also, ich finde das laut Rezept mitlachen, nicht so gut. Immer laut mitlachen, ja, ja. Die Kommentare abgeben. Wenn ich... Ja, das gehört, oder? Ja. Also, oder bitte lauter, ja, mein Freund möchte auch mithören. Nein, gar nicht so. Ja. Also Konferenz schalten. Jetzt gar nichts passiv-aggressives, wirklich einfach mitmachen. Ja, genau. Wenn etwas witzig ist, dann lache. Und wenn sie eben nach der Meinung fällt, du kannst dich ja einbringen, du sitzt ja. Ja, also ich finde das nicht eben gut. Genau. Also, die Leute nicht noch anstacheln, die tun dann noch. Naja, und richtig schön ist, den Leuten zustimmen. Weil das ja, ja. Sie am meisten. Also sogar dabei anschauen, ne? Zustimmen in Wien ist sehr aber schon nervös, ja. Ja, ja, also ja, zustimmen, okay, ist, das bringt das Leute immer aus dem Konzept. Ich muss einfach mal dafür sein. So aggressiv bin, ja. Einfach mal dafür sein, einfach ja, ja sagen. Das sollten die Leute entweder sagen, ah, das ist meine Station. Dann verlassen fluchtartig den Waggon, genau, das oder der doch in den Großraumwagen wechseln. Ich biete noch eine Option. Bitte. Echo, ich wiederhole einfach. Alles nachsprechen. Okay, ich habe zur Zeit dann auch als Device gegeben. Ich habe es auch als Handy-App gesucht. Moment, ich muss das jetzt mal sagen, es hat keiner von unseren Alkohol getrunken bis jetzt. Ja, das ist auch nicht nötig. Ihr Bier doch erschaffen das schon so. Also als Device habe ich es als Demo-Video gesehen, dass Leute sehr verwirrt sind, wenn das in sehr kurzer Zeit kommt, das Echo. Ja, das ist schön. Gibt es das als Android-App? Ich habe es nicht gefunden. Das wollte ich ja dann nur laut laufen lassen. Na, aber du kannst es ja selber machen. Ja, ja. Ich glaube, das ist noch besser, wenn du es selber machst. Schalt das nur hoch. Schalt es nur ein. Ich komme nicht mit. Nee, es funktioniert nicht. Und dann zwei, wenn das der ganze Waggon macht, geht auch diese Hände. Ja, es gibt ein Problem, die lehnen sich alle gegenseitig ab. Ja, genau, aber auch schön, das ist nämlich eine Übung aus dem Impro-Theater, ist gleichzeitig reden. Mhm. Also eben genau in die andere Richtung Gegenstand. Einfach mal versuchen, was wird sie wohl sagen, und Gespräche sind ja dann oft so belanglos, dass sie voraussehbar sind. Achso, das ist schon voraus. Und wenn sie schon länger als eine halbe Minute gegenüber sind, dann weißt du ja, dass sie entweder sagt, ist sie der Typ und nickt dabei, oder sie sagt, ja, aber. Und du sitzt einfach immer daneben und sagst, fairerweise sagen, das sind nicht immer nur Frauen, das sind manchmal Männer auch. Okay. Auch dann immer gleichzeitig einfach versuchen mitzureden, okay, weil so sehr, diverse Muster gibt es ja. So. Also wie meinst du das? Moment, es gibt die und ja, aber, und was muss ich dann tun? Das heißt, du sprichst gleichzeitig mit ihr. Eine annoying person prediction machen. Also, was soll ich dann zu ihr sagen? Na, das, was du glaubst, dass sie sagen wird. Genau. Nein. 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 Ja, okay. Ja, geht.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Herrlich. Okay. Also, nein. Ich sollte es irritieren. Okay. Sollte immer das irritieren. Sehr gut, ja. Aber für mehr Bühne im Öffentlichen. Genau, richtig. Ja, richtig. Stimmt. Das gefällt mir sehr gut. Aber was ich interessant... alle diskutieren mich. Ich würde das als Challenge hier aufrufen. Challenge accepted. Ja, machen wir das mal das nächste Woche. Aber schauen wir, was für Reaktionen. Genau, und schauen wir, was passiert. Genau. Ja, ja. Wer kommt nächste Woche dann überhaupt? Oh. Und hier wieder mal ein Feedback-Aufruf. Also allgemein, bitte, bitte, bitte Feedback. Egal wie böse. Und B, also wenn jemand irgendwie selber Erfahrungen hat mit annoying persons im... irgendwie ärgern oder abschalten, bitte mir sagen. Ich bin wirklich dankbar für jeden Ding. Aber was sehr interessant ist, was du gesagt hast, was mir überhaupt nicht bewusst ist, du hast vollkommen recht. Wenn zwei miteinander reden, ist das völlig in Ordnung. Ja. Das stört mich auch überhaupt nicht. Aber wenn jemand telefoniert, das ist nervig. Und das Interessante ist ja, da könnte man jetzt sagen, ja, dann schaltet die Person halt einen auf Freisprecheinrichtung, damit man... Ah, das wäre aber noch viel schlimmer. Wir können uns auf Freisprecher einschalten, dann ist nicht ganz so weit. Dann ist das so fad. Das ist genauso schlimm. Ich kriege nur die Hälfte mit, wissen Sie. Das wäre auch jetzt noch schlimm. Ja. Ich finde das genauso schlimm, wie wenn die Person nur redet, weil die Tonqualität so fürchterlich ist. Muss ich das jetzt sein? Mit der Freisprecherinrichtung auch noch. Ich hätte schon wieder eine Idee. Simultan übersetzen. Auch schön. Ja, ich sitze dann gegenüber einem Araber und dann. Das kommt vielleicht schlecht an. Das würde ich mich vielleicht nicht trauen. Okay, ihr habt mich sehr mit Ideen bereichert. Das wäre demnächst simultan übersetzen. Das müsste doch gehen. Google Translate. Aber ich kann auch noch dazu zu den Kopfhörern was sagen. Ja. Die haben nämlich auch ein eingebautes Mikrofon. Das heißt, es ist auch ein Headset. Ja. Und wenn ich am Telefon war, musste ich meistens laut reden. Aber mit den Dingern rede ich leiser. Ich weiß nicht, ob das dann für die anderen Personen dann nicht ganz so unangenehm ist. Ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht, dass das andere Leute stören könnte. Ja, ich habe sowieso immer versucht, weil es mir peinlich ist. Halt. Aufgrund meiner Lebenserfahrung als leicht reizbarer Mensch, muss ich sagen, eine Steigerung von Leuten, die laut einsam reden, ist Leute miteinander flüstern in einer Skihütte, während du schlafen willst. Das ist das Allerärgste. Weil egal, wie sie flüstern, speziell Kinder mit Eltern, ja, das kannst du nicht ausblenden. Ja, das kannst du nicht ausblenden. Da war ich schon richtig so, bitte, red's normal, ich möchte schlafen. Ich kann nicht schlafen, wenn sie flüstert. Nein. Sehr schön. Jo. Gregor, ein Schlusswort. Das toppen wir jetzt eh nicht mal. Das kann ich, ja, einfach den Aufruf jetzt. Ja, wir müssen am Anfang bitte bis zum Schluss anhören. Das Beste kommt zum Schluss. Genau, und ein Tipp, glaube ich, wer das jetzt gerade hört, im öffentlichen Nahverkehr, einfach mit uns mitsprechen, simultan. Ganz laut. Ja, bitte, bitte. Und davon möchte ich ein Video haben. Wird auch ein Podcast. Das ist herrlich. Public genau. Nicht Public Speaking, Public Aufführung. Ja, einfach mal ausprobieren und auch tolle Werbung. Und spätestens Public, dann, wenn die Leute wollen. Public Plappern, ja, das ist so ein schöner Satz. Public Plappern, sehr gut. Nein, aber wie heißt das auf Englisch, wenn man etwas öffentlich aufführt? Public Performance. Public Performance. Achso, okay. Biertocher Podcast Public Performance. Biertocher. Tja, damit würde ich sagen, bis nächsten Dienstag. Ja. Und guten Morgen. Ist schon Mitternacht vorbei? Mindestens. Ja, ja, für einige Zuhörer vielleicht, oder? Ach so. Schlaf gut, gute Nacht. Mahlzeit. So, dann alle Devices wieder abschalten. Wenn mich wer kennt, dann unter dem Namen. Okay, ich spreche mit Michi, die Podcast-Patin ist, und Angel. Stimmt das? Ich bin Engel, aber Engel, kein Podcast-Pate. Bist du kein Podcast-Pate? Nein, aber das Sendezentrum bietet selber auch Schichten an, die man als Engel machen kann. Ja. Und da ich sehr, sehr gerne Podcasts höre, habe ich mich auch für diese Schichten eingetragen. Okay. Erzähl, wie bist du Engel geworden? Und ist das dein erster Kongress? Oder? Das ist mein zweiter Kongress und jetzt das erste Mal, dass ich Engel mache. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich bin bei mir in der Stadt, hier in Hamburg, zum Club gegangen. Und habe die Leute kennengelernt
und habe dann gefragt, wie ich mich einbringen kann. Und habe mich. Vorgeschichte, warum bist du in den Club gegangen? Weil ich die Leute kennenlernen wollte und mich einbringen wollte. Das war vor dem ersten Kongress schon? Oder nee, das war jetzt dieses Jahr. Also du warst am letztes Jahr am Kongress, das genau. Das erste Mal, und dann hast du gesagt, jetzt gehe ich in den Club und möchte beim nächsten Mal mehr mitmachen. Genau so. Ja, super. Und hier im Sendezentrum haben wir halt sehr, sehr viele schöne Projekte. Ich möchte den Leuten, die uns unser Gratis-Content zur Verfügung stellen, gerne helfen. Deswegen habe ich mich auch für dieses Sendezentrum Schichten eingetragen. Wie funktioniert das? Hast du gesagt, okay, ich möchte Engel sein und so viele Stunden machen? Oder? Das funktioniert folgendermaßen. Man trägt sich online ein. Mhm. Das nennt sich dann im Himmel. Man trägt sich im Himmel ein. Du warst schon im Himmel. Genau. Und dann hat man Zugriff auf ein Portal, da muss man sich anmelden. Und da kann man dann einen Plan sehen mit Aufgaben, also wo wird wer gebraucht und wozu. Und dann kann man sich da einfach eintragen. Ausnahmen sind einige Engel, wo man technische... Qualifikationen. Genau, da muss man sich bewerben. Das ist immer verschieden. Und dann kann man sich da einklicken. Zum Beispiel bin ich nebenbei auch noch Presseengel und dafür brauchte ich eine Schulung. Mhm. Da bin ich hingegangen und dann wurde ich freigeschaltet. Das war vor dem Kongress schon? Das war am Tag Null. Tag Null, okay. Und hier fürs nur hier sitzen brauchst du jetzt keine speziellen Fähigkeiten? Nein. Wenn ich aber im Sendezentrum Kameraengel oder Mixingengel hätte werden wollen, dann hätte ich auch da technischen Background gebraucht. Wie ist das Engelsein bis jetzt? Du bist ja schon im zweiten Tag Engel. Genau. Und ist das ein anderes Gefühl als einfach nur Besucher sein? Man ist ein bisschen schneller drin, weil man halt auch die Leute schneller kennenlernt. Ja. Man hat den Kontakt zu den Organisatoren relativ schnell. Und das empfinde ich als Vorteil, das empfinde ich als sehr gut. Und du hast nicht das Gefühl, du tust jetzt eigentlich sehr billig arbeiten, weil du kriegst ja außer Essensmarken, glaube ich, keine Vergütung. Wenn man eine gewisse Stundenanzahl hat, dann bekommt man ein T-Shirt. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir das nicht so wichtig ist. Ja. Mir geht es halt wirklich jetzt eher darum, dass ich mich gerne einbringen möchte. Mhm. Und das hat funktioniert soweit, das Einbringen? Das hat bisher geklappt, ja. Das kann ja auch jeder selber entscheiden. Und man hat auch eigentlich keinen Druck. Ich habe den zumindest nicht gespürt. Dieses Jahr sind wir offensichtlich in der guten Situation, dass es halt auch zu viele Engel gibt. Insofern teilen wir uns das einfach gut auf. Jeder kann so viel machen, wie er möchte. Und was ist die Minimumschicht, für die ich mich anmelden muss? Gar nicht. Also das Ding ist, ob man dieses T-Shirt haben möchte oder nicht. Und die Stundenzahl rechnet sich, glaube ich, nach dem Schnitt, der dann irgendwie so. Ich glaube, die ist schon mittlerweile wieder runtergegangen. Insofern kann ich das gar nicht... kann ich sagen, ich möchte 2 Minuten 50 eine Schicht machen, das macht ja keinen Sinn. Nee, die Schichten sind, glaube ich, immer so 2 Stunden oder 4 lang. Okay, da tragt man sich halt ein. Genau. Gibt es irgendwie ein internes Engel-Management-Wesen, das schaut, ob die Engel auch wirklich am Platz sind und arbeiten? Oder ist das einfach? Soweit ich weiß, ist das nicht so. Es ist vertrauensbasiert. Der Himmel hat, glaube ich, da ein Auge drauf, wenn man... Das ist ja dann Petrus. Ja. Okay. Aber angenommen, du würdest jetzt gar nicht da sein, obwohl du eingetragen wirst, gibt es auch kaum eine Sanktionsmöglichkeit wahrscheinlich. Da ich bisher alle Schichten, die ich eingehalten danke, habe. Okay. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel gerade, ist der Martin, der das Sendezentrum betreut, hier vorbeigelaufen. Er hat ja gesehen, dass ich hier sitze. Insofern, wenn ich jetzt hier nicht wäre, wird er im Himmel einen neuen Engel suchen. Oder beziehungsweise wird er sich so denken, irgendwie, was ist da los? Cool, eine vertrauensbasierte Mikro. Ich würde sagen, dass dieser Kongress sowieso sehr viel auf Vertrauensbasis basiert. Insofern ist das, glaube ich, hier so eine Grundhaltung. Also auch, ich höre nichts von gestohlenen Dingen, wenn jemand seinen Rechner hier alleine lässt oder so. Insofern ist es hier für mich, glaube ich, eine große Familie und so ist es auch mit dem Engelsystem. Kennst du viele Leute persönlich jetzt schon vom letzten Kongress oder von der Vorbereitungsrechnung, wo du am Chaos Computer Club warst? Ich kenne viele Leute persönlich, aber jetzt nicht unbedingt vom Kongress alleine, sondern einfach, weil ich zu Hörertreffen gehe, weil ich mich... Du kommst sozusagen aus der Podcast-Szene. Würde ich schon so sagen, auch wenn ich selber keinen habe bisher. Okay. Hast du eine Podcast-Empfehlung? Es kommt drauf an. Die meisten würden wahrscheinlich kennen Vrindt und Metaebene schon. Insofern muss ich das nicht mehr empfehlen. Wenn man den Horizont erweitern möchte, würde ich die Gretchenfrage empfehlen. Das ist ein theologischer Podcast. Wenn man an Mythen und Geschichten interessiert ist, würde ich den Troja-Alert empfehlen.
Hast du irgendein lustiges Erlebnis, das du erzählen möchtest als Engel oder irgendwas, was du gedacht hast? Das wäre mir jetzt nicht passiert als Besucher. Ich habe ja ein bisschen als Presseengel gearbeitet und das muss ich sagen, ist schon wirklich eine tolle Aufgabe. Man begleitet Kamerateams und sieht halt mal hinter den Kulissen, wie die Interviewpartner aussuchen, welche Fragen sie stellen und wie das abläuft. Das gefällt mir sehr. Eine lustige Geschichte kann ich leider nicht erzählen. Gut, vielen Dank. Bitte, hat mich gefreut. Okay. Aufnahme mit Stefan, der zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Kongress war. Hallo Stefan. Auf dem Kongress, richtig. Ja, aber ein durchaus interessanter Kongress. Stefan, du bezeichnest dich selber als Computer-Nerd? Ich würde sagen, so... Andere bezeichnen dich als Stefan. 50-prozentige Anteil. Du bist computeraffin. Durchaus, ja. Das ist durchaus ein interessantes Thema. Hast du vom Kongress im Voraus gehört? Natürlich, also ich kenne den Chaos Computer Congress schon sehr lange. Ich habe die auch immer wieder verfolgt per Video, ja, also YouTube-Videos. Ich war noch nie am Chaos Computer Club. Du bist jetzt extra aus Zürich hergekommen. Ich bin aus Zürich hergekommen, um dich, lieben, meinen alten Freund Horst, auch wiederzusehen und so weiter. Ja. Mhm. Okay, was war dein Eindruck vom Kongress? Ja, ich muss sagen, also es war ein durchaus durchwachsenes Gefühl. Es war am Anfang für mich relativ schwer, da Kontakt zu finden an den verschiedenen Tischen. Die Leute waren sehr... Hat niemand mit dir geredet? Nein, durchaus. Das braucht nur eine gewisse, wie soll ich sagen, Aktivierungsenergie, die man da zu überwinden hat, damit man dann auch wirklich ins Gespräch kommt und am dritten Tag, jetzt am letzten, dem gestrigen Tag, war es dann durchaus möglich, dann auch wirklich Gespräche zu führen. Du hast zwei Tage gebraucht, um mich wieder zu beruhigen dort. Das war durchaus notwendig. Hast du dir viele Talks angeschaut? Ich habe mir sehr viele Talks angeschaut und habe auch noch, wenn ich müde war, dann zu Hause im Hotelzimmer noch weiter YouTube-Videos hineingezogen. Das ist wahrscheinlich entspricht Also du bist von Zürich nach Hamburg gefahren, ja, um dort auf einen Kongress zu gehen, wo Talks sind. Ja, genau. Dort warst du müde, bist zurück ins Hotel gegangen und hast dann im Hotel über Internet die Talks angeschaut. Wir haben das so praktisch abgeschaut von den meisten Nerds, die dort herumrennen, die dort ja alle mit Kopfhörern und ihren Notebooks dort sitzen und sich die Vorträge anschauen und gar nicht drinnen sitzen im Saal. Und dir ist dann nicht die Idee gekommen, also dieses sich die Talks im Internet anschauen, hättest du das zu Hause auch haben können? Natürlich könnte man das auch zu Hause haben. Aber ja. Also wie gesagt, Was war jetzt dann der Mehrwert vom physikalisch vor Ort? Nein, es war also der letzte Tag war wirklich war sehr interessant, weil ich mit sehr vielen Leuten geredet habe, vor allem mit der Rust Language Group, die war also sehr interessant. Und die Rust Assembly war im Keller ein Tisch für die Programmiersprache Rust. Genau. Und mit denen habe ich mich halt unterhalten, welchen Mehrwert Rust als Sprache bringt im Vergleich zu den anderen Angeboten und... Hast du das Gefühl gehabt, die kennen sich da besser aus? Als die waren ziemlich fit drauf, ja. Das habe ich gemerkt, weil ich es gut vergleichen konnte mit verschiedensten Orten von Ansätzen und wir haben die funktionalen Aspekte der Sprache besprochen und dann auch, wie die Speichermanagement machen und so. Das ist Rust wirklich ein interessanter Ansatz, weil es alles über Scoping funktioniert und man die... Also kannst du sagen, das hat dir was gebracht, dort mit den Rust-Leuten direkt zu reden, als hättest du jetzt auf Wikipedia... Absolut. Über Rust, also, hätte man, natürlich, es ist insofern auch interessant, weil du mit den Leuten dann wirklich auch zum Lachen anfängst und dass auch ein sozialer Aspekt dahinter steckt, natürlich. Ja. Also sehr angenehm, ja, mit dieser Rastgruppe. Und dann habe ich einen Kontakt gefunden zu einem Taiwanesen, der extra auf den Chaos Computer Congress gekommen ist, der sich für Netz Security einsetzt, der also irgendwie offensichtlich beauftragt scheint, zu untersuchen, inwieweit chinesische Hacker auf Taiwan Einfluss nehmen. Ah, okay, also, das hat er mir erzählt. Relativ junger Typ, sehr freundlich, einfach sehr, wirklich ein lustiger Mensch. Und der hat erzählt, dass ihm gefällt? Oder? Ja, dem hat es extrem gefallen. Ja. Ne? Aber er hat gemeint, es wäre für ihn wahnsinnig schwer, Kontakt zu finden, also hat ein ähnliches Problem. Wenn du schon 3 Tage Genau. Ich glaube nicht, dass ich ein sonderlich sozialer Mensch bin, aber selbst ich hatte ein bisschen Mühe im ersten Moment, weil die alle so... sie haben so gewirkt, als würden sie alle tief in ihren Thematiken drinnen sein, gerade am Programmieren oder was weiß ich, was Skripten. Und man wollte, ich hatte das Gefühl, ich wollte nicht stören. Ne? Aber
das hat sich dann am Ende dann als falsch herausgestellt, die sind also durchaus ansprechbar. Genau. Genau. Was ich noch gesehen habe, waren dann so aus der Retro-Computing-Szene Leute, die am C64 weiterarbeiten, einen C65 erzeugen wollen, wo sie über DMA und Multiplexing also versuchen, mehr Speicher abzugreifen. Und die haben also, kannst du auf dem C64 dann sogar was irgendwelche Telnet-Sessions und so weiter laufen lassen. Ja. Die waren also sehr nerdy, sehr freundlich. Also ist durch und durch interessant. Also bei den Vorträgen, muss ich sagen, hat mich vor allem ein Vortrag sehr interessiert. Das war von einem Informatikinstitut an der TU Graz. Hat die Frau geheißen. Die brachte einen Exploit, der offensichtlich bei Intel Chips möglich ist, wo zwei Apps faktisch sich die Rechte, die der User ihnen gibt, scheren können. Das heißt, die eine App hat beispielsweise Zugriff auf die Bilder, die zweite App Zugriff aufs Internet und die beiden bauen einen Kanal auf über das Caching des Prozessors. Also das ist wirklich erstaunlich. Also das wird über Zeit Messungen wird das gestaltet, das ist großartig gewesen. Also wirklich das ist ja nicht umgehbar, das ist wirklich ein so tiefer Bug, Hardware-Bug eigentlich, den man gar nicht umgehen kann. Also das war sehr interessant. Dann war ein Vortrag über einen Typen, der einen Pinball-Tisch gebaut hat. Die Pinball-Maschine. Die bauen eine Pinball-Maschine. Die haben es vollständig aufgebaut, wirklich von Scratch. Ziemlich wild. Riesenaufwand offensichtlich. Ja. Also wirklich gewaltig, was man da aufhören muss. Ist da vorgekommen, hat er das dann versucht, patentfrei zu machen? Hat er, glaube ich, nicht einmal diskutiert. Also zumindest hätte ich es nicht bekommen. Wir verlinken auf den Talk in den Genau. Sich anzuschauen, also viele Bilder, das ist durchaus ein, wie soll ich sagen, gar nicht so sehr, braucht man nicht so ein großes, tiefes Wissen haben, den kann man so auch ein bisschen folgen, dem Gespräch. Was war sonst so? Ja, dann haben wir gesehen die Geschichte von den Drohnen, von diesem Ex-Militär, ich glaube von der Air Force. Genau, gleich am Anfang von dem Air Force. Genau. Assassination Grid. Genau, aber da wirst du wahrscheinlich dann später noch mehr davon berichten, schätze ich, ja. Ja, was soll ich sonst noch berichten? Der Kulturteil, wird dir denn gefallen? Du hast ja einen Film gesehen. Ja, der war durchaus interessant. Ich war schon so in einem Halbdämmerzustand in dem Moment. Deswegen, wie der Marcel Rechanitzky vielleicht sagen würde, habe ich einen anderen Film gesehen als die anderen. Möglicherweise. Aber Schlafmangel, wie war dein Eindruck? Ja, leicht halb depressiv. Schlafmangel, na, bleib der Scherz. Er war wirklich gut, hat mir wirklich gefallen. Es war sehr witzig, der Film. Und insofern spannend, es hatte leicht autobiografische Komponenten. Hat viele Bilder gebracht, die wirklich lustig waren und kannte wenig Grenzen in der Darstellung. Also wirklich Monster, was war das, Monster-Dildos, die da gezeigt wurden. Das war witzig, war lustig. Ja. Und dein Fazit vom Kongress? Fazit des Kongresses, durchaus eine Reise wert. Ich würde wahrscheinlich davor eher versuchen, noch mich ein wenig in diese Welt des Chaos Computer Clubs ein wenig hineinzubewegen. Das heißt, ein bisschen vielleicht schon Kontakte zu knüpfen, würde wahrscheinlich einfacher dann sein, dort dann auch weitere Gespräche zu führen, schätze ich. Ja. Dankeschön. Ja, gern.